Planterpasse. Kannst du sowas? Wie auf einer anderen Weise? Du bist gleich was weg. So. Genau. Ja, ich wäre dann soweit, aber ja. Sieht noch ein bisschen so aus, als ob sich noch einige in der Sonne rumtreiben, was ich verstehen kann. Oder beim Kaffee. Na gut. Ein Lied. Aber Okitalk möchte das ja auch übertragen hier. Ich hoffe, sie übertragen das. Aber die warten darauf, dass wir ja langsam hier auch mal wieder an die Hufe kommen. Okitalk, ich weiß nicht, hört ihr was? Ja, wir wollen jetzt die aus den Gruppen schon mal nach vorne bitten, die hier was mitzuteilen haben. Und bitte teilt uns das mit, was für uns alle wichtig ist. So, es geht jetzt hier gleich weiter. Mit den Ergebnissen der Gruppenarbeit. Okay, Talk, könnt ihr uns hören? Ja, bereitstehen oder sonst hier. Super, ja. Ja. Okay. Ja, wer möchte anfangen von euch? Wer schreit zuerst hier? Jetzt. Nicht so schüchtern. Okay. Ja, Jens Becker nochmal. Ich wollte die Ergebnisse der Gruppe Umwelt und Infrastruktur vortragen. Wir haben leider, ich muss es vom Laptop aus machen, vielleicht 5 Minuten. Wir haben unsere damalige Vision, die wir hatten, nochmal ergänzt um ein paar Punkte, die uns allen doch wichtig waren. Wir haben sind auch auf die Rückmeldungen im Forum eingegangen und haben unser Positionspapier dahingehend ergänzt. Als erstes wollen wir, es gab im Forum Fragen zum Beispiel zu so umstrittenen Thematiken wie Erderwärmung oder Chemtrails. Stimmt das nicht? Und da haben wir gesagt, was zählt, ist verantwortliches Handeln. Also Menschen machen die Natur so oder so mit manchen Technologien kaputt und da ist es sekundär, ob da Theorien stimmen oder nicht. Also wenn wir verantwortlich handeln und für die Natur sind, dann ergeben sich die Probleme nicht mehr. Genau, Umwelt und Infrastruktur sind im Idealfall darauf angelegt, persönliche Beziehungen zu unterstützen, zum Beispiel Aufenthaltsflächen für Menschen, also kostenlose Begegnungsräume oder zumindest Bänke wieder hinzustellen. Und wir sind auch zu dem Schluss gekommen, man kann zum Beispiel auch Obdachlosen Räume zur Verfügung stellen, die diese dann auch pfleglich behandeln und nicht verwahrlosen lassen, wenn man vorher entsprechendes Vertrauen zu den Menschen hat und auch entsprechende Aufklärungsarbeit auch von der Herzensebene betreibt. Vertrauen ist sowieso ein Schlüsselelement, von dem aus wir ausgehen müssen. Denn auch die Gebäude und die Infrastruktur, das spiegelt auch alles immer nur den Bewusstseinszustand wider. Und bei öffentlichen Bauaufträgen, habe ich gehört, gibt es eine Quote, dass irgendwie nur 3% der Auftragssumme für Kunst oder Verzierung oder so ausgegeben werden dürfen. Nicht mal das. Dann wundert man sich auch nicht, wenn man, gut, die Halle hier hat ja noch Holzelemente, aber es gibt ja wirklich Innenstädte, aus denen man gleich wieder verschwinden will. Aber genug des Negativen.
ja, kleine Modelle, zum Beispiel Familienlandsiedlungen oder Landsitze, die auch in Hausbaugruppen gebaut werden können, wo ein Drittel der Leute finanziert, ein Drittel der Leute die Materialien, also das baut, die Strohballen zum Beispiel aufeinander schichtet oder die Jurte aufbaut und das andere Drittel dann Verwaltungstätigkeiten macht. Oder halt für einen, die Miete kann in Bruttosozialglück gezahlt werden. Das heißt, wenn man für wenig Geld ein solches Haus auf einem zum Beispiel frei zugestifteten Gelände kauft und baut, dann kann man da mietfrei drin wohnen, beziehungsweise man muss natürlich die Gebäude erhalten, aber man kann halt, der Knackpunkt ist die Gemeinschaft, dass man die Gemeinschaft fördert und dass die Leute dann halt zusammen wohnen können oder halt auch mal ehrenamtliche Tätigkeiten übernimmt für die Gemeinschaft, zum Beispiel solidarische Landwirtschaft oder Versorgungssystem oder Sanitäter oder Hilfspolizei oder sowas macht als Gegenleistung. Auch wenn die Kreditblase draußen ist aus den Preisen. Gut, man kann kleine Modelle bauen, 20 Leute, die sich halbwegs autark versorgen und die können dann hochskaliert werden. Also das kann man dann nachmachen. Wenn was im Kleinen funktioniert und das ist es nicht tut, liegt meistens nur an der Bequemlichkeit der Leute, denn Land ist da, wird auch schon zur Verfügung gestellt, was man nutzen kann, dann kann man das hochskalieren. Dann haben wir uns mit drei Fragen befasst. Wie wollen wir leben? Was brauchen wir für Raum dafür? Und wie sollen die Orte und Plätze und Landschaftsteile aussehen? Da sind wir zum Entschluss gekommen, naturnah, das ist das Wichtigste. Also, was harmonisch ist, und da stimmen auch die meisten Leute überein, das ist halt auch im Einklang mit der Natur. Man kann Gebäude, die nicht mehr genutzt sind oder verfallen sind oder einfach auch, sagen wir mal, die Betonklötze auch rück- oder umbauen und dann vielleicht auch durch Permakulturflächen ersetzen. Man kann sowieso generell die Verdichtungen in den Städten, dass jede Baulücke zugebaut wird, auch aufhören. Und das Wort, was wir da geschaffen haben, ist Auflockerung. Ja, Licht ist wichtig, im Positiven wie also auch im Negativen. Also man braucht halt geeignete ausgeleuchtete Straßen, auch vielleicht kunstvolle Straßenbeleuchtung, aber es sollte nicht zu Lichtverschmutzung führen, dass man den Himmel nicht mehr sehen kann. Und auch der Zugang zum natürlichen Strahlungsumfeld ist wichtig. Was heißt, dass man braucht vielleicht keine drei Mobilfunknetze. Das gut, kann man jetzt vielleicht nicht darauf einwirken, aber man kann trotzdem gucken, dass man dafür sorgt, für weitestmögliche Verringerung, Neutralisierung und Harmonisierung der künstlichen Strahlungsquellen. Dann haben wir über Eigentum und Besitz gesprochen. Eigentum heißt ja, dass man praktisch, dass das Land einem wirklich gehört und man damit tun und lassen kann, was man will, was aber auch manchmal nach hinten losgeht, wenn man alte Gebäude verfallen lässt, nur um irgendwie aus Spekulationsgründen oder so. Besitz ist mehr, dass man nur das Nutzungsrecht hat. Ja, das ist ja auch eigentlich natürlich, weil die Erde gehört ja der Natur. Und das Land ist, wie wir beim OPPT gesehen haben, ja sowieso, gehört eigentlich allen Menschen. Und noch eine Stufe weiter ist dann Gast sein, also dass man Gast ist in dem Haus. Aber da haben wir keine abschließende Formulierung gefunden. Das ist nur eine interessante Spekulation in die Richtung, dass man nicht aus Angst oder raffen zu müssen irgendwie die kompletten Eigentumsansprüche auf etwas anmelden muss, sondern dass man sowieso mehr Nutzer oder Diener oder Gast ist. Im Endeffekt ist der Mensch Hüter über die Erde und kann diese Funktion wieder ausführen. Die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer sind gerecht aufeinander abzustimmen, zum Beispiel Fahrradfahren im Park oder halt draußen laut sein, Boccia spielen oder so. Das darf nicht so weit gehen, dass man nachts die gesamte Ruhe stört. Es darf auch nicht so weit gehen, dass man Fahrradfahrer aus dem Park ausschließt, sondern es sollte fair abgewogen sein. Ja. Und zweifelhafte Naturschutzorganisationen, wie zum Beispiel tigerjagende NGOs, sollten aufgedeckt werden und alle Infos darüber verbreitet werden dürfen. So müssten die Gesetze stehen. Denn oft wird auch Naturschutz als Argument genommen, hier in Deutschland oder in Afrika den Leuten das Land wegzunehmen. Aber auch da hilft mal wieder nur Bewusstsein. Und auch Denkmalschutz und Regulierung führen teilweise dazu, dass bestehende Gebäude verunstaltet werden oder verfallen lassen werden. Da ist auch sehr viel im Argen, von dem ich nichts gewusst habe. Auch hier muss man aufklären. Und die Natur braucht nicht mehr von uns geschützt zu werden, wenn wir mit ihr verbunden sind. Räume sollten schadstoffarm oder schadstofffrei sein. Weil schadstoffarm und schadstofffrei negative Worte sind, haben wir ein positives Wort erfunden, das heißt Glückstoff durchsetzt. Ja.
kann auch die Sprache verändern. Mit der Sprache kann man ganz viel schaffen und mit der Sprache kann man wirklich auch ganz durch Schöpfung neuer Worte auch vielleicht eine ganz andere Kondition schaffen. Verbraucher zum Beispiel ist ja auch so ein Wort, wo man halt auf eine Eigenschaft reduziert wird, die man gar nicht ist. Ja, und diese Siedlungsgemeinschaften könnte man Schenkungsgemeinschaften für Neuaufbau nennen. Also zum Beispiel freie Anlehnung an Kreditanstalt für Wiederaufbau. Also Wiederaufbau ist ja nicht notwendig, wir machen einfach einen Neuaufbau jetzt schon. Genau, und das waren so im Wesentlichen die Punkte, die werden dann noch klein gehackt und verarbeitet und eingepflegt in das. Also klein gehackt im Sinne von Zubereitung, nicht von, was wolltest du sagen? Die Aufgaben, die wir an die Regionalgruppen delegieren in unserer Gruppe, ja, ich durchlese hier leider ein paar Sachen. Wenn wir einen friedlichen Übergang wollen, sollten wir gewappnet sein, wenn etwas passiert. Die Regionalgruppen sind der Fels in der Brandung und Anlaufstellen und Orientierungsstellen und Modelle für den gesellschaftlichen Wandel. Genau, also Regionalgruppen machen im Kleinen das vor, und schaffen solche Muster, Autarkie, Modelle und die sind auch die Anlaufstellen und wenn dann der Wandel kommt, dass Leute auf bestehende Modelle zurückgreifen können und diese kopieren und hochskalieren können. Habe ich was vergessen? Nee. So viel zur Umwelt und Infrastruktur. Danke, sehr schön. Bernd Freund, kommst du denn? Oder noch mehr? Ja, vielen Dank. Heute Morgen beim Vortrag hatte ich einfach versucht, die 45 Minuten möglichst schnell runterzurasseln und es sind natürlich weitere Themen, die man besprechen kann zu diesem Thema. Was ich euch mal zeigen möchte, ist Aufbruch Gold-Rot-Schwarz. Hat schon lange begonnen, in der geistigen Sicht, auch als schöpferischer Akt. Zum Thema Gold nochmal Folgendes, ich habe es vorher schon einigen gesagt. Das Gold als Metall hat zu früheren Zeiten den Zweck erfüllt auf der ganzen Erde, dass die Schwingung, also das Energiefeld der Erde, in harmonischer Weise gestaltet ist. Früher hatten auch wesentlich mehr Vogelstimmen dazu geführt, in Verbindung mit dem Gold, dass diese Schwingung der Erde aufrechterhalten wird. Wir können jetzt mit diesem Schöpferakt Agnihotra das sogenannte schwarze Gold erzeugen, das hier unten, um aber auch das Gold, was der Erde entnommen wurde, in seiner Schwingungsfrequenz zu ersetzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weshalb Agnihotra der Erde in sehr vielen Möglichkeiten hilft. Ich konnte jetzt vorher in einer Gruppe von, glaube ich, 36 oder 37 Personen noch mal ein bisschen mehr so erzählen, auch von landwirtschaftlichen Untersuchungen, von radioaktiv verseuchtem Reis, der aus Fukushima kam und in Kiew untersucht wurde und eben mit Agnihotra-Asche und Wasser gedüngt, in dem Fall nicht gedüngt, aber über Nacht stehen gelassen, sind die radioaktiven Werte zurückgegangen. Also in meiner Gruppe haben wir vorher das Theoretische, was wir ein bisschen so gesehen haben, in die Praxis soweit umgesetzt. Wir haben also gelernt, diese Feuertechnik jetzt mal vorzuführen, wie sie funktioniert, auch mit dieser Wort-Klang-Kombination Mantra, wie man das Feuer vorbereitet, worauf man zu achten hat, wie man an den Kodung rankommt. Und die Idee wäre nämlich jetzt Folgendes, auch jetzt hier sind ja viele da aus irgendwelchen Gruppierungen, dass wir dieses Wissen auch in die Gruppierungen bringen können. Also wenn sich jetzt jemand mit diesem Thema, wie gerade vorher besprochen, beschäftigt oder saubererhimmel.de, also ich bin auch bereit, in Gruppen zu kommen, wenn wir so ungefähr 35 zusammenbekommen. Momentan bin ich bis zum 28. Mai, wenn man so will, ausgebucht. Vielleicht sogar bis zum 2. Juni, aber danach wären Möglichkeiten, einfach anzufragen, Bernd vom Oberhof, wäre es dir möglich, nach Bielefeld, nach Hamburg, nach Berlin, nach irgendwo hinzukommen. Und auf dem Weg dorthin natürlich wäre es gut, ich hätte alles schon koordiniert, dass man quasi Vorträge für mich vorbereitet, wo ich nicht groß fragen muss, wie viel kommen, sondern da sind 35 oder vielleicht sogar so viel wie hier da. Und die Idee ist auch die, in jedem Bundesland innerhalb Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo ich jetzt unterwegs bin, also auch in den Kantonen in der Schweiz, Gruppierungen anzusprechen, die sich mit diesem ökologischen, autarken, ja, Bewusstsein einfach beschäftigen.
auch natürlich für die Erde etwas tun möchten und für das gesamte Bewusstsein. Da wäre es einfach gut, man hätte für jedes Bundesland einen Ansprechpartner, nach Möglichkeit auch einen Biolandwirt, der dann entsprechend die Agnihotris, die zukünftigen, mit getrocknetem Kudum versorgen kann. Und das Ziel ist auch von dieser Anwendung Agnihotra, dass wir die Frequenz der Erde in ein höheres Schwingungsniveau bringen. Wenn wir das schaffen mit 1% der Bevölkerung, die sich mit positivem Denken, mit Meditation, mit eben Gutes für die Erde beschäftigen und mit Agnihotra, wenn wir 1% schaffen, dann kommt die sogenannte richtige Welle Gold, Rot, Schwarz zum Tragen. Ich bin nachher nochmal so in der Nähe von dieser roten Wand, Aufstellwand. Einige möchten die Agnihotra-Utensilien erwerben, um dann entsprechend zu Hause diese Zeremonie selber durchzuführen. Das Buch ist auch mit dabei. Und ab 18 Uhr werde ich dann noch einmal im kleineren Rahmen, die vorher nicht dabei sein konnten, nochmal erklären in der Praxis, wie das funktioniert. Und heute Abend, habe ich jetzt erfahren, wird ein Film gezeigt, der auch mit Thema Erde, Bewusstsein ein wichtiges Thema wäre. Und Sonnenuntergang wäre in Alsfeld ungefähr 20.42 Uhr. Könnten wir draußen auf dem Parkplatz irgendwo alle miteinander heute Abend erleben. Und dann werden wir hier die Filmvorführung ungefähr 20.35 Uhr, denke ich, kurzfristig unterbrechen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wer möchte als nächstes vortragen? OPPT? Von der 82. Ja. Das sehe ich ja schon. Gut, wir waren in der Gruppe vom OPPT. Möchte ich mich erstmal bedanken an Heinrich Fischer, dass er das überhaupt gemacht hat, dass er sich überrumpeln hat lassen, Workshop zu machen. Ich war ganz glücklich, weil das war der Grund, warum ich hergekommen bin, weil ich selber ein Thema habe mit dem sogenannten Finanzamt, was bei mir jetzt ganz eilig ansteht, zu handeln. Gut, wir haben uns zuerst einmal, also zuerst einmal möchte ich die Homepage vom Konstantin noch mal nennen. Das ist waldgartendorf.de. Da kriegt ihr sämtliche deutschen, vor allem Informationen über den OPPT, die ganzen Formulare, auch die weiterführenden Homepages, auch den Vortrag von Alsfeld im März, ist alles drauf. Ja, lest es euch durch. Gut, wir sind gestartet mit 30 Leuten. Mit 30 Leuten haben wir auch aufgehört. Und haben uns erstmal überlegt, welche Aspekte interessieren uns. Hauptsächlich erstmal Praxis, Leitfaden, wie geht man vor, rechtliche Grundlagen, Verständnis der Zwangsvollstreckung, was ist da überhaupt gemacht worden, wie war die Geschichte, wie sind mögliche Konsequenzen, wenn jetzt tatsächlich der Gerichtsvollzieher, die Polizei dasteht, wie ist da vorzugehen. Sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Wie geht man mit Problemen um? Wie geht man mit Kritikern um? Wie erkläre ich zum Beispiel auch meinen Mitmenschen, was ist OPPT? Ja, also bis jetzt mache ich das immer so, der sagt, ups, das ist erstmal etwas, was ich selber noch weiter recherchieren muss, wo ich selber noch nicht so viel Infos habe und dann fange ich stottern an. Ja. Gut. Umgang mit unwilligen Handelspartnern haben wir es genannt. Umgang mit der Angst, auch mit der Angst vor Freiheit, ja, weil wir sind alle nicht gewöhnt, wirklich frei zu sein. Eigenverantwortliches Handeln muss ich als Deutsche erstmal lernen. Dann, ja, ich hab's bei der vorletzten Alsfeld-Konferenz lernen dürfen, dass ich meinen Arsch hochkriege und was mache, jetzt tue ich's. Auch den spirituellen Aspekt mal zu beleuchten. Das war eigentlich das, was ich jetzt am Ende hauptsächlich mitgenommen habe, weil auf viele Fragen von mir, ja, was mache ich denn wenn, was mache ich dann, was mache ich denn? Ich will immer so einen Programmablaufplan. Und da sagt der Heinrich immer, wir sind Pioniere. Ja, das höre ich schon seit 10 Jahren, ich habe irgendwann die Nase voll, aber so ist es. Ja, und muss einfach irgendwie vorgehen. Gut. Okay.
Gut, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Genau, ich glaube, Heinrich, jetzt ist mal so dein Part. Wir sind, ja, Sie stehen ja nicht umsonst hier zu zweit. Wir haben anhand eines Beispiels mal durchgespielt, was muss man alles machen, wie sieht das aus. Genau, haben ein fiktives Beispiel genommen und das darfst du jetzt mal kommen. Genau, das war jetzt das Beispiel von Wolfgang. Der die ganz konkrete Antwort hatte, wie soll ich mich verhalten? Ich muss jetzt meine Steuererklärung abgeben, die Einkommensteuererklärung und die Umsatzsteuererklärung. Bei dem einen bekommt er Geld wieder, bei dem anderen muss er zahlen oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mal, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir das Problem, wir können natürlich jetzt sofort die Courtesy-Note verschicken und sagen, ich möchte von euch nicht mehr weiter belästigt werden. Wir sind ja natürlich immer noch in einer Übergangsphase. Das heißt, wir haben sowohl das alte System und das neue System möchten wir gerne leben. Es ist also im Prinzip opportun, in Teilbereichen, zumindest zu unserem eigenen Nutzen noch, mit diesem alten System zu leben. Also auf gut Deutsch gesagt, die Empfehlung, zunächst erst einmal das Gute für mich zu holen und das Schlechte abzuwenden, diese Courtesy Note zu nutzen. Um zu sagen, ich möchte mit euch zukünftig nichts mehr zu tun haben und ich biete euch einfach meine allgemeinen Geschäftsbedingungen an, mit denen ihr zukünftig mit mir in Kontakt treten könnt, mit der Konsequenz, dass dann die auch zum Tragen kommen und ich euch eine entsprechende Rechnung schicke. Jetzt müssen wir also mal überlegen, was haben wir gemacht? Achso, vom Verfahren her ist es im Prinzip so, ihr reagiert auf irgendetwas, was euch geschickt wird, indem ihr ganz konkret sagt, mir liegt ein angebliches Schreiben vor von einem sogenannten Behörde, Finanzamt oder so weiter. Und das ist diese Courtesy Notes könnt ihr euch vom Internet runterladen. Wie gesagt, waren Konstantin von der Seite. Es gibt auch noch eine andere Seite, die heißt wirsind1wordpress.com. Da gibt es die also auch mit englischer und deutscher Übersetzung. Relevant ist immer Englisch. Und ihr schreibt immer die Person an, weil ihr könnt nicht eine Firma anschreiben, die es gar nicht mehr gibt. Diese Zwangsvorstreckungen sind im Prinzip ein Verfahren, was gewählt wurde, um der gesamten Menschheit die Schöpfung wieder ins Eigentum zu bringen. Wir alle sind nun Nutzer in der Größenordnung dessen, was wir gerade in Besitz haben. So, und wenn der im Prinzip eine Courtesy Note bekommen hat, dann können wir einfach nur abwarten, ob er darauf reagiert. Es gibt da Behörden, so wie ich das schon erfahren habe, die darauf reagieren. Dann sagt man, okay, du bist jetzt mit mir einen Vertrag eingegangen. In einem speziellen Fall, das haben wir das hier, diese Courtesy Note beinhaltet ja diese AGBs. Und dann sagt man, okay, du hast einen Vertrag mit mir angegangen, du willst mit mir wieder in Kontakt treten, aber ich möchte das nicht mit dir. Ich sanktioniere das jetzt, indem ich dir eine Rechnung schicke. Und da gibt es einen Katalog. Weil diese Reaktion kann ja unterschiedlich sein. Es kann sein, dass man einen Verstreckungsbeamten vor der Tür hat, dann wird es halt teurer. Es kann auch sein, dass er nur eine Anfrage stellt und eine Mahnung schickt, dann wird es halt billiger. Ja, das ist so. Ja? Man legt ja selber die ganzen Bedingungen fest. Ob das jetzt Gold oder Silber ist oder halt ein wertloser Euro, das kann man ja selber entsprechend dann definieren. Die Dinge sind vorgegeben, man kann die abändern, die ganzen Courtesy Notes selber. Als Formular sollte man tun, nichts nicht verändern. Weil die haben eine entsprechende Schwingung, die haben Energie und die sollte man dann für sich nutzen. So. Und es gibt auch einen Begleitbrief, haben wir gesagt. Genau. Es kommt dann ein Begleitbrief bei. Der Konstantin hat empfohlen, diesen Begleitbrief in Handschrift zu schreiben, um einfach zu kundzutun, ich trete mit dir als Individuum, von Individuum, also von Mensch zu Mensch, in Kontakt. Und ich gebe dir auch eine gewisse Wertschätzung und wir sind ja höfliche Menschen, wir wollen ihnen ja nichts. Ja, und wir weisen ihnen nur darauf hin, dass das Unternehmen für das, was sie tätig sind, eigentlich schon, das ist ja schon am ersten Weihnachtstag passiert, weil es in Kraft getreten ist, zwangsvollstreckt wurde, das gesamte Vermögen als Weltvermögen uns allen Menschen zur Verfügung steht. Ich möchte hier noch kurz ergänzen, die Courtesy Notice geht sowohl an den Geschäftsleiter des Finanzamts, das kann man über den upic.de rauskriegen, wer das ist, also auch ein Mensch
Vorname, Nachname und auch an den Sachbearbeiter auch Vorname, Nachname. Genau. Ja. Ja, und in dem Begleitbrief weist man nochmal darauf hin, warum man den schickt. Wenn man einen Untergebenen eines Amtsleiters adressiert, kann man diesem Untergebenen auch mitteilen, dass der Amtsleiter bereits von uns auch schon entsprechende Briefe bekommen hat, im Zweifel sogar schon Rechnungen. Dass ein Amtsleiter darauf nicht reagiert, man bekommt ja von verschiedenen Mitarbeitern immer wieder nachgeschaltet in entsprechenden Foren, gerade beim Finanzamt, man hat es mit der Einspruchstelle zu tun, mit der Vollstreckungsstelle, mit der Kasse und was weiß ich was. Aber in diesem Fall ist es im Prinzip additiv. Das heißt also, der Amtsleiter bekommt jedes Mal wieder eine Rechnung, wenn einer seiner Mitarbeiter, die er nicht angewiesen hat, mich in Ruhe zu lassen, dann bekommt der Mitarbeiter von mir dann eine entsprechende Courtesy Note und der Amtsleiter bekommt sofort eine Rechnung dafür, weil es liegt in seiner Pflicht. Weil er könnte letztendlich, es ist im Prinzip wie ein, wie soll man das sagen, im Französischen hat man den Begriff des Patrons. Das heißt also, er muss ja im Prinzip auch für das Wohl seiner Mitarbeiter einstehen. Wenn er das nicht tut, dann muss er halt von uns sanktioniert werden. Das kriegt er dann. Ja, was kommt dann? Da kommt vielleicht immer mal eine Mahnung, dann schickt man halt wieder eine Courtesy Note an denjenigen, der die Mahnung schickt und eine Rechnung an den, der Amtsvorsteher ist. Ja, also, oder heute heißt es ja, für mich sind das alles Geschäftsführer einer Firma. Wie gesagt, immer in Englisch. Wie gesagt, in Respekt. Also der Geschäftsführer müsste, das setze ich voraus, dass einer der Amtsvorsteher ist, oder wie er sich so nennt, Chefstellenleiter oder Dienststellenleiter, dass der über diese Problematik UCC Bescheid weiß. Dass das auch im Prinzip ein Rechtsstandpunkt ist, den wir haben, den wir auch durchsetzen können. So, und das Gleiche ist bei Zwangsvollstreckung oder Gerichtsvollzieher ist genau das Gleiche. Also das heißt, es spielt keine Rolle, ob wir haben uns jetzt einfach mal das Finanzamt ausgesucht, um mal so einen Fall von oben bis unten durchzusprechen und zu erklären, wie das links und rechts eigentlich des Weges ist. Hast du noch irgendwas, was? Ja, wenn es dann hart auf hart kommt, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür, was macht man? Ja, er bringt vielleicht noch 3 Beamten mit. Ist eine Idee, zum Einwohnermeldeamt zu gehen und zu sagen, bin nicht da, ich melde mich ab. Bin auf Weltreise und wenn Sie dich fragen, wo fährst du denn hin, sollen wir zuerst nach Island, dann haben Sie die ganzen Bänke ausgewiesen. Könnte helfen. Oder aber es gibt so eine Notlösung, dass man sich selbst beim, wenn ich das richtig verstanden habe, beim UCC registriert und von dort nochmal die Rechnung bzw. Mahnung kommen lässt. Und ansonsten habe ich sehr häufig gehört, wir sind Pioniere. Genau. Also es gibt auch auf diesen Papieren, also die man sich runterladen kann, einen Ablaufplan. Der Konstantin hat die, wie gesagt, auch auf seiner Seite. Man kann sehen, was mit wenn und dann notwendig ist, was man machen kann. Die Inanspruchnahme der Hilfe des UCC, das ist also diese Organisation für das oberste Handelsrecht, die sitzt in New York, die im Prinzip in Anspruch zu nehmen, das ist so der allerletzte Notnagel, wenn die wirklich von der, ich sag jetzt mal, obersten Hierarchie sich nicht belehren lassen wollen. In der Regel sind die bisherigen Erfahrungen so, dass irgendwann Schluss ist, also irgendwann wird man in Ruhe gelassen, weil die sich dann doch darüber im Klaren sind, dass man es ernst meint. Und das, was vom UCC kommt, ist letztendlich auch für eine Regierung maßgeblich. Bitte. Ich würde sofort denen eine Courtesy Note schicken. Die Amtssprache in der Bundesrepublik ist Deutsch, die können nicht alle Englisch. So wie ich gelernt habe. Und vom CCC haben die auch noch nichts gehört in der Regel. Dann müssen wir denen das im Prinzip klar machen. Und dass das erste Mal ist, dass ihr da Pionier seid, stimmt nicht. Diese Masche hat die Reichsregierung deutsch-reich.com eben schon die ganze Zeit gefahren. Und ich sage euch was. Da kommen die Gerichtsvollzieher tatsächlich mit Beamten und da geht die Bude rein. Die lassen sich weder von den Zurückweisungen von der Reichsregierung, die übrigens dieses Schema da hat, das habt ihr jetzt etwa kopiert, weil das hat ja mit dem OPPT so nichts zu tun, mit der Courtesy Note, das, was dazu kommt, nämlich die Bestreitung der Legitimation und so weiter. Das ist ja alles schon durchgegangen. Und das ist nicht so einfach.
wie ihr euch das vorstellt. Das mag ja wohl sein. Ihr könnt glauben, dass ihr mit der Nummer einfach so sagen könnt, hier, wir sind frei und hier, das passiert nicht. Die Behörden der Bundesrepublik Deutschland, die lassen Zeit, du hast selbst gesagt, du hast das ein und letzte Mal gehört vom 19. April, wir haben den 5. Mai. Warte noch mal 2 bis 4 Wochen, dann wirst du wieder drauf kriegen. Das kann ich dir versichern. Also ich glaube, es hat keiner gesagt, dass es irgendwie einfach oder leicht geht oder dass ich bloß ein Formular ausfüllen muss. Bin ich sicherlich nicht der Meinung. Also okay, ich denke, ich fokussiere mich auf das, was ich will und gucke dann, was mir entgegenkommt. Warum gibst du da Energie rein? Ich würde einfach nochmal sagen, dass man immer, wenn man sich natürlich anlegt mit Behörden, immer natürlich voll in die Verantwortung gehen muss, dass es auch haarig werden kann. Das heißt, nicht einfach sagen, ich schicke das mal ab und dann so. Man muss sich dann auch bewusst sein, dass dann eventuell noch Sachen passieren können, die nicht so einfach sind. Also alles mit Vorsicht zu genießen, das wird hier nur dargestellt, wie man es sehen kann, aber andere sehen es vielleicht anders. Und Recht haben und Recht kriegen sind immer 2 verschiedene Sachen. Also, nicht einfach sagen, ja, die haben das gesagt beim Aufruf, man soll das einfach mal machen. Immer Eigenverantwortung. Wir können hier nicht die Verantwortung dafür übernehmen, was nachher dann mit euch passiert. Also ich bleibe auch im Moment lieber unterm Radar, bevor ich mich irgendwo anlege mit Behörden und Ämtern. Aber wenn natürlich schon etwas kommt von dem, was einen unter Druck setzt und man kann es nicht schaffen und es macht einem Angst, dann denen ruhig auch mal sagen, Leute, euer Zug ist eigentlich schon abgefahren, ihr wisst es nur noch nicht. Aber wir können es heute nicht ausdiskutieren, wir wollen jetzt hier Ergebnisse vorstellen. Also vielen Dank euch. Einen ganz kurzen Appell noch auf der Seite Wir sind eins, wordpress.com. Da entsteht gerade eine sehr schöne Seite, auch mit einem Forum, wo man sich miteinander austauschen kann, wo man sich miteinander helfen kann. Wer Erfahrungen gemacht hat, wer Erfahrungen sucht, geht da rein, macht mit, dann wird es größer. Wie war die Seite nochmal? Das wir sind eins.wordpress.com. Und da gibt es auch ein Forum. Da gibt es auch ein Forum. So. Da kann man sich informieren. Genau. Weiter. Das. Aber vielen Dank. Wunderbar. So, wer möchte weiter? Nächste Gruppe. Dankeschön. Danke. Politik. Fliegender Wechsel. Klasse. Union der Menschlichkeit. Den besten Satz habe ich eben noch gehört. Bei der nächsten Wahl haben wir alle die Chance, nicht mehr das schlechteste Übel wählen zu müssen oder Strich durch die Rechnung auf den Wahlschein zu machen, sondern zu sagen, wir haben da etwas, wo wir mit vollem Herzen Ja sagen können und darum geht's. Wir hatten am Anfang etwas Anlaufschwierigkeiten und aus diesem Gefühl herausgekommen, wir sind vielleicht ganz wenige oder vielleicht ist doch ein bisschen Kampf angesagt, was ganz gar nicht unser Ding ist. Das heißt, wir wollen die Menschen wirklich über die Freude ansprechen. Und die große Chance einer Vision ist die, stellt euch vor, die halbe Republik weiß schon längst Bescheid über das, was wir da vorhaben. Dann traue ich mich doch zu meinem Nachbarn gehen und überall hinzugehen und darüber zu sagen, machst du auch mit? Ja, super, toll, ich bin auch dabei. Wenn ich das jetzt heute schon so tue, als ob es alle wüssten, dann ist der Anfang getan. Wenn wir aber immer alle warten, dass es irgendwann Prominente gibt, die das in der Zeitung sagen, dann passiert eben nichts. Und genau an dem Punkt sind wir. Wir haben diesen ersten Schritt gemacht, vielleicht auch in der Situation, wo hier einige gesagt haben, ja, wir haben so viele gute Ideen, auch vom Programm, aber wie geht es denn weiter? Und jetzt geht es darum, wie geht es weiter? Unsere große Bitte ist, weil es konnten nicht alle bei dem Treffen hier dabei sein, an die Regionalleiter, dass ihr nachher zu uns kommt. Wir haben ganz konkrete Vorschläge, wie man relativ schnell und ohne großen Aufwand im entsprechenden Bundesland, wo ihr zu Hause seid, einen Landesverband gründen könnt. Und wir sind auch bereit, euch zu unterstützen, auch nachher, wenn es darum geht, dass wir euch weiter betreuen. Wichtig ist, dass wir diesen Anfang packen. Das heißt konkret, Landesverband gründen, dafür braucht 7 Leute, die sagen, das ist gut. Nicht jeder muss davon gleich voll aktiv sein. Nachher geht es darum, dass ein Kandidat aufgestellt wird. Das müssen auch nicht diese 7 Leute sein. Dann brauchen wir Stimmen und dann sind wir im Prinzip bei der Wahl zugelassen. Und dann war eben eine der konkreten Dinge, wie geht es konkret weiter? Das heißt, wir gehen auf Menschen zu, die selber schon der Kopf von einem Verteiler sind. Irgendwelche Leute, die in der Musik, in der Kultur, in der Bildung, was auch immer, schon unterwegs sind. Und denen sagen wir, was wir da machen. Und wir werden sehen, dass die alle sich freuen, wenn wir endlich mal eine Möglichkeit haben, etwas in dem Land zu gestalten, weil wir wollen im Prinzip das, was alle wollen. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Das ist diese große Chance. Und die können es weitergeben.
und da gibt es eine ganze Menge Ideen. Also ganz konkret, die Regionallager, die jetzt da sind, die nicht bei uns zusammengesessen sind, dass sie nach einer Pause auf uns zukommen. Fällt noch was ein? Ja, vielleicht die ein oder andere konkrete Sache, die wir angesprochen haben. Uns geht es darum, weniger die abstrakten Parteiideologien zu verbreiten, sondern die Menschen an der Freude teilhaben zu lassen, die ja in jedem von uns steckt. Und dabei Medien zu nutzen, wie beispielsweise Musik unter anderem, um das Herz und die Seele zu erreichen. Denn wir alle wollen ja aus dem Innersten heraus frei werden, frei sein und in die Freiheit kommen und dabei die Wahrheit, die in uns steckt, leben. Das ist ja unser Ziel und das verfolgen wir mit der Bewegung zum Wohle aller. Medien wollen wir nutzen, beispielsweise Facebook oder andere bereits bestehende Organisationen, mit denen in Verbindung treten, um da die Synergien, mögliche Gemeinsamkeiten zu erwägen und dabei zur Verbreitung zu helfen. Ziel muss es sein und will es sein, dass wir an der Bundestagswahl im September teilnehmen können. Dazu bedarf es natürlich die Landesverbände, dass wir möglichst bundesweit aufgestellt sein werden, um dann möglichst viele beteiligen zu können an dem Wahlvorschlag Union der Menschlichkeit, um hier eine Ausdehnung zu erreichen, dass wir etwas anderes bieten als das, was die Parteien heute darstellen, nämlich frei von Interessensideologie. Danke. Noch ein Satz. Es geht ja letztlich, sag's mal so ganz leise, darum, das Parteiensystem als solches zu überwinden. Das heißt, wir sind Menschen, die nicht verliebt sind in unsere Idee, sondern die sagen, wir müssen diesen Geist rausbringen. Das heißt, wir sind so aufgestellt, dass wir sagen, alles, was dem Ziel dient, dass wir in das Gemeinwohl kommen, begrüßen wir. Ich finde die Sache mit dem Freiwind toll. Ich sage nicht, kommt jetzt alle nur zu uns, sondern alle, die da, wo sie sind, das machen, was ihnen Freude macht. Dass wir uns vernetzen, ich glaube, so schaffen wir es. Wir müssen raus aus diesem Einzelkämpfertum oder aus dieser Eingruppenideologie. Ich glaube, so packen wir das. Danke. Okay. Danke. So, wer ist der Nächste? Wer möchte noch vorne kommen? Ja, hopp, hopp, hopp. Ja, hopp. Genau, wir essen zeitig. Also unsere Gruppe war ziemlich klein, also wir waren 3 Leute, aber ich fand es ziemlich witzig. Also wir hatten irgendwie um uns alle unsere persönlichen Geschichten erzählt und wir haben eigentlich gar kein Fazit. Und ja, wir können eigentlich noch ein bisschen so darüber erzählen, was wir so gemacht haben. Nochmal. Also wir haben vor allem halt erstmal drüber geredet, was uns persönlich richtig auf den Keks geht, was jetzt erstmal uns betrifft. Aber vorwegnehmen, also es wäre gut, wenn wir vorwegnehmen könnten, weil das habe ich jetzt, Entschuldigung, das habe ich jetzt zum Beispiel dann auf den Punkt gebracht, dass mich es ankotzt, wie das mit den Kindergärten läuft. Ich habe ein halbes Jahr Praktikum in einem Waldkindergarten gemacht und also ich habe selten so aggressive Kinder gesehen, die einen auch dann sehr respektlos behandeln. Und ich mag es halt nicht, wenn man mich respektlos behandelt. Und ich finde einfach, dass Kinder, wenn die klein sind und aufwachsen, dann gehören die zu den Eltern und nicht in eine Gruppe von anderen Kindern, wo dann 2 Erzieher sind, die denen mal die Nase putzen. Und wenn sie aus dem Kindergarten raus sind, dann sind sie nicht zu Hause, dann kommen sie direkt in die Schule, wo sie dann halt, grob gesagt, halt denen einfach nur eingebläut wird, sich ins System einzufügen und wie du sagst, halt einfach aufhören, selber zu denken. Du kannst das ja mal kurz erzählen mit diesem Schiff und diesen 13 Teilen noch. Ja, das hat... Wie? Nein, also das hatte ich in dem Buch gelesen, was mir Dagmar, falls noch jemand kennt, von einem Vortrag über das Bildungssystem, hat sie mir genau geschenkt, weil ich nach den Tränen ausgebrochen bin. Und da stand drin, das ist eine Lehrerin geschrieben, die beschlossen hat, dass es scheiße ist, was da fabriziert wird und halt was Neues entwickeln will, wo Kinder die Möglichkeit haben, sich frei zu entwickeln. Und sie hat geschrieben, dass ein Lehrer in New York war es, glaube ich,
Test gemacht hat. Das hat der Kinder, bevor sie in die Schule gekommen, hat ihnen eine Rechenaufgabe gestellt. Und zwar, auf einem Schiff sind 20 Matrosen, drei Köche und zwei Schiffsbrüchige oder so. Und dann wird gefragt, wie alt ist der Captain? Die Kinder haben gesagt, können wir nicht wissen. Und hat er die gleiche Aufgabe Kinder gefragt, die schon 2 Jahre in der Schule waren, und die haben die Zahlen zusammengerechnet und gesagt, der Captain ist so und so alt. Und das gleiche hat er gemacht mit einem Kind in der zweiten Klasse, glaube ich, und hat gefragt, wie alt bist du? Und das Kind hat die Zahlen zusammengerechnet, hat es gesagt. Also so schnell bringt man Kindern bei, nicht mehr selbst zu denken, und die sind noch so klein, und eigentlich sollte jeder die Möglichkeit haben, seine eigenen Fähigkeiten so zu entwickeln und nicht alle zum Einheitsbrei zu machen. Ganz wichtiges Thema hatten wir ja in dem Bereich Bildung und Kinder und mit Dagmar Neubrunner auch schon wichtige Sache gehabt. Sorry. Und wir haben jetzt beschlossen, dass unsere Kinder so nicht werden. Ja. Weil ich meine, wir sind ja eigentlich selber durch diese Hölle, die sich heutzutage Schule nennt, durchgegangen und haben da nicht gerade positive Erfahrungen gemacht. Also ich zumindest nicht. Sag ich jetzt auch ganz ehrlich, ist mir jetzt egal. Ja, siehst du? Und ich weiß nicht, also wenn ich das noch kurz erzählen kann, meine Mutter und ich haben halt schon ganz oft drüber überlegt, über dieses Thema Schule. Und wir haben halt mal zurückgedacht an die 5., 6. Klasse, wo ich jeden Tag, wutentbrannt heulend nach Hause gekommen bin, hochaggressiv, Tasche ins Zimmer geschmissen, in der Küche was gegessen haben, bloß nicht mit meiner Mutter geredet, man könnte sich ja noch streiten. Und dann wäre der Tag komplett gelaufen, dann hast du 3 Stunden im Zimmer gesessen, hast Hausaufgaben gemacht. Als du 6 warst, hast du noch Sandmännchen geguckt und dann war vorbei. Und am nächsten Tag das Ganze nochmal, und das geht so nicht weiter, also finde ich jetzt. Und wie gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder das so nochmal durchmachen müssen, wie wir das durchgemacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass ihr wollt, dass eure Enkel das durchmachen. Ich würde sagen, also wir bedanken uns sehr, dass ihr uns zugehört habt, und wir sind froh, dass ihr lacht und nicht uns irgendwie so schräg von der Seite anguckt. Ja. Ja, ganz vielen Dank an euch beiden. Super. Also, es geht vor auf. Das lässt hoffen, ne? Das lässt hoffen. Gut. So, so noch jemand? Was denn? Ja, bitte, ja. Ja, dann, dafür ist es ja jetzt da. Und zwar geht es nur darum, wir haben das letzte Mal gemerkt bei den Musikern, dass sie uns sagten, nicht klatschen. Wir haben es heute auch schon mal erlebt. Und ich habe mal gehört von einem Klangkünstler, dass das Klatschen die Energie zerstört. Und wir haben vor uns in der Gruppe kurz überlegt, was wir denn an Positiven dem entgegenzusetzen hätten oder als Ersatz. Ja, entweder so oder in Ohm oder in Tönen. Und ich wollte einfach anregen, vielleicht probieren wir das beim nächsten Mal. Ja, man kann es auch so machen. Aber es wird natürlich immer wieder gerne vergessen. Und Applaus ist ja auch ganz schön, aber wenn man gerade spirituelle Dinge macht oder Meditation, dann ist sowas auch besser. So. Ja, ich noch ganz kurz. Ich wurde jetzt da ein bisschen nach vorne geschoben. Hat gesagt, sag noch einmal. Also, ja, ich bin hier noch heute, und ich habe auch Flyers dabei. Ja, ich nehme das mal. So, okay, ich weiß jetzt. Brauchst du nicht, danke. Also, ich habe auch Flyers dabei, ich habe auch die Listen dabei, und hier sind, wie gesagt, nochmal, nicht, bin ich allein, sind einige Freiwindler, also freie Menschen, und immer mehr auch heute geworden. Und auch hier aus dem Saal, und wer noch Interesse hat, bitte meldet euch. Ich werde dann an dem Tisch da stehen mit den Unterlagen, aber wie gesagt,
ist nicht nur bei mir Listen sind hier, sondern bei anderen auch. Freiwilligen, bitte tragt euch ein. Es geht auch um diese Sache, was ich vorher vorgetragen habe und dies, was wir heute gerade gesprochen haben, um die Umsetzung und die Vernetzung mit allen und so weiter und um die Lösungen. Weil wir haben heute jetzt auch wiederum gehört, wie man in Einzelnen mit Formularen vorgehen kann. Habe ich alles hinter mir, habe ich auch probiert, funktioniert, sage ich mal so, bei mir ja, bei anderen nicht. Es ist auch, wie gesagt, Einstellungssache, deswegen entstand die Idee mit dem Freigehen, wie das bei allen funktionieren kann. So, nochmal, also wie gesagt, ganz kurz, also ich denke, ich habe jetzt auch in dem Sinne alles erfüllt. Also, wie gesagt, ich bin noch da und viel Spaß euch heute noch und ich bin sehr froh, euch alle gesehen zu haben. Vielen Dank. So, was wollen wir? Wollen wir Pause machen? Also, ja, wir überlegen, ja, nee, das zeigen wir, den Film zeigen wir heute Abend. Ach so, genau. Mach es doch, ja. Wir haben so lange gebettelt und jetzt kommen wir alle tröpfchenweise. Ach so. Das war gleich noch. Nee, der dauert schon. Gut. Schau. Machst du das? Du kannst auch so ein Headset haben hier, da habe ich überhaupt kein Bitte, Problem. Bitte, ein Headset. Der für alles vorbereitet. Kopfsatz. So. Ja, Kunst. Das sieht irgendwie scheiße aus. Ich habe mal einen Clownkurs gemacht. Bis an? Nein, nein. Dann bist du ja gemutet. Nein, nein, alles gut. Aber jetzt? Okay. Jetzt, ja. Juhu. Darf ich dir das mal gucken? Das Fake-Taschen. Wie soll man mit sowas arbeiten? Hilfe. Ich bin jetzt auch ein bisschen, weil ich habe eigentlich einen Vortrag vorbereitet, aber ich glaube, ihr seid müde und irgendwie habt Hunger und habe auch viele Übungen. Und ich fand wunderschön in unserer Gruppe, wäre vielleicht auch schön, wenn noch jemand was sagt, aber wir haben auch mit dem Körper gearbeitet. Wir haben uns gezeigt, wir haben dann gemalt, wir haben uns ausgetauscht, was bedeutet, schöpferisch zu sein. Und wir wollen ja jetzt, wir haben alle den Kopf voll mit ganz vielen Ideen und was wir nicht mehr wollen und was wir eigentlich wollen. Aber manches wissen wir eben auch noch nicht so genau, wie das denn dann wirklich aussieht. Und das sind eben schöpferische Akte, wo wir gemeinsam wirklich das neue Denken erschaffen oder auch kreieren. Und wo wir jetzt hier das Thema Schwarz-Rot-Gold haben, hatte ich dann das mal einfach gesagt, so jetzt mal halt mal eine Gruppe Gold. Das hier ist zum Thema Gold entstanden, von der Goldgruppe. Da steht, ich bin Freude, Genuss, Liebe, Götterfunke und Bewusstsein. Und das ist sozusagen auch eins unserer neuen Symbole, sagen wir mal, ein Schmetterling in Schwarz, Rot, Gold auf Gold. Und Schmetterling steht eben für diese Metamorphose und ich weiß nicht, wie viele von euch vielleicht auch diesen Metamorphose-Prozess jetzt nach 2012 durchgemacht haben. Ich habe eben das Gefühl, ich bin langsam durch. Das ist wirklich so ein Stillhalten und dass ich was Neues bilden will, auch aus der Seele, die wir sind, irgendwie eine neue Form sich schöpfen möchte, die jetzt einfach stimmiger ist und passender für die neue Zeit. Aber wir sind eben in so einem Zwischenstadium. Und achso, das ist jetzt schwarz und wir hatten einen wunderbaren Andreas, der hat so die männliche Seite präsentiert und dann so Mann, Sonne, Frau, Mond und hat dann hier den Yogi gemalt, aber auch inwieweit so deutscher Geist ist halt auch deutscher Verstand und dass das alles mit Logik erklärbar ist, mathematische Matrix, wie hast du es genannt, Programme, wir sind ne, definierte menschliche Computer ungefähr und das ist so der schwarze Brustaspekt, wie auch die Spinne und dass erst der Götterfunke so richtig funkelt, wenn es denn drumherum dunkel ist, ne? So dieses
Hallo Mr. Gott, ich bin das Licht, wird erst so richtig deutlich im Kontrast. Und das hier ist das Rot und da seht ihr hier vielleicht auch so ein Symbol, das ist dann so das Weibliche, so eine Art kleines Symbol, in der Mitte das Feuer, die Lebendigkeit, das Leben, das Verbindung von oben und unten, das Herz. Und es ist halt ein Gemeinschaftsprozess, der ist noch ein bisschen kreativ. Das heißt, da will sich noch was formen und da will ich euch einladen. Ich habe auch Leinwände mitgebracht und Acrylfarben, sodass wir vielleicht nochmal als Werk von Menschen, die sich künstlerisch fit fühlen, nochmal wirklich so zum Abschluss der 4 Konferenzen 4 Bilder malen, die jetzt so als Gold, Rot, Schwarz und Quintessenz zu unseren Prozessen passen. Das können wir, da haben wir dann morgen noch einen ganzen Tag Zeit. Und ihr könnt auch rüberkommen und auch so Schilder malen. Wir haben ja vorhin dieses kleine Video gesehen über Spanien, wo die Spanier uns deutschen Botschaften gegeben haben. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, Kunst bringt uns in den Flow, in den Fluss. Und Kunst ist ja nicht nur malen und schreiben, sondern auch sich zeigen, ist tanzen, ist Berührung und ist die Geste, ist auch der Film. Und wunderbarerweise, gerade durch die Filme, sind wir alle irgendwie hierher gekommen. Und durch diese Bewegung habe ich gemerkt, als wir alle, jeder für uns oder uns in einer typischen Bewegung vorgestellt haben, da liefen mir nur so die Gänsehauten runter. Da hatte ich das Gefühl, boah, da ist Kraft. Also als wir uns wirklich gegenseitig gezeigt haben und auch unsere Bewegung gespiegelt haben. Und das würde ich eigentlich gerne mit euch noch machen. Wie viel Zeit hätte ich noch? Keine Zeit, schade. Also das wäre so, vielleicht auch, dass ihr es selber mal macht, ja? Oder wenn ihr nochmal einen Kreis macht, euch in einer Bewegung vorstellen. Also dieses junge 19-jährige Mädchen stand dann so da. Oh, weißt du, und wir haben das nachgemacht und das war so eine Kraft. Das war so, boah, hier ist die Kraft, die Welt zu umarmen. So viel Liebe ist hier. Ne? Und hier sind noch so ein paar Sprüche zum Abschluss. Das ist von der Ulrike. Schöpfer sein, unsere Welt gemeinsam oder in unserer Welt gemeinsam schöpferisch sein. Das ist, wir wollen mit euch schöpferisch sein. Oder deutsches Volk, deutsche Regierung, na, das passt jetzt noch nicht so ganz. Aber solche Schilder, also es passt schon, nur nicht so als Botschaft für die Welt ging es ja. Autarkie, individuell, geistig, im Herz, frei leben. Das ist jetzt sehr kreativ. Sei sein, ja. Und was haben wir noch? Das ist so eins meiner Sprüche. Ich wähle Freude, ich bin Liebe. Aber ich bin auch Klarheit, ich bin auch Wahrheit. Ich lebe meine Wahrheit. Ne? Und das andere ist eben auch, wir sind Gemeinschaftswesen. Das mit der Autarkie ist halt so eine Sache. Wir sind ja, in einem Netz der Verbundenheit. Das nur als Anregung. Ich lade euch einfach herzlich ein, nach hinten zu kommen. Da sind nicht für alle Papiere, aber doch noch einige. Und wer einen guten Spruch hat, aufschreiben, ruhig mit so einem, eher so einem fetten schwarzen Stift. Und dass wir dann noch diesen kleinen Film drehen können für die Welt, ne? Für Europa. Und hier sind noch so ein paar Anregungen. Das könnt ihr euch nachher vielleicht anschauen. Das wäre vielleicht ganz toll, ja, wenn ihr das so noch aufhängt, dass wir das alles. Oh, genau, dann machen wir eine Ausstellung. Das ist eine gute Idee. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr sammeln. Auch so einmal, was bedeutet für euch das Schwarz, das Rot, das Gold? Und für mich, ich habe mich dann noch erinnert, weil einige so, ich sag mal, die dann mal gerne in die rechte Nazi-Ecke gesteckt werden, die haben dann noch die schwarz-weiß-rote Fahne. Die war ja auch mal die alte Preußen, die haben schwarz-weiß-rot gehabt. Und was bedeutet das Weiß? Und deswegen hatte ich auch ein viertes, dachte, lass uns nochmal auf dieses Weiß gucken. Und dann kam mir dieses, ihr seid das Salz der Erde, Salz wie Weiß, ja. Das Gold kann man nicht essen, das Metall, aber Salz brauchen wir immer ständig, jeden Tag. Und was bedeutet das zum Beispiel, ja? Und was wollte Jesus uns damit sagen? Damit möchte ich euch, glaube ich, jetzt in die Essenspause schicken. Ja. Vielen Dank. Okay. Oh. Ja.
So, ich denke, ihr habt jetzt alle mal eine Pause verdient, ne? Und wir machen eine Dreiviertelstunde? Ja, wir machen eine Dreiviertelstunde Pause, dann fangen wir mit Musik an. Ich möchte die Musiker bitten, einmal zu mir nach vorne zu kommen fürs Organisatorische. Ansonsten geht es um 19 Uhr weiter, nochmal mit Johanna. Dann nee, haben wir also Dreiviertelstunde ist Viertel vor. 19 Uhr. Ja, 1945 mit Musik. Mit Musik, okay. Und gibt's noch Vorträge? Dann gibt es noch den Film heute Abend. Genau. Also es wird ein langer Abend. Und jetzt gibt es nochmal Agnihotra zur Erinnerung, wer das Ritual lernen möchte. Bei Bernd Frank. Und ansonsten tschüss für die, die jetzt schon gehen wollen. Aber denkt dran, wenn ihr morgen kommt, 9.30 Uhr geht's los. Morgen 9.30 Uhr. Und sonst auch schön, wenn ihr bleibt. Nein, nee, Leute. Ja, okay. Ja. Hier gleich nochmal mit zwei Vorträgen losgeht, laden wir euch ein, nochmal gemeinsam in den Körper zu kommen und ins Gefühl zu kommen mit Tönen. Ich habe hier zwei richtig professionelle Töne schon neben mir. Und jeden von euch laden wir ein, euren Ton zu finden, mit einzustimmen. Schräg und schief und wir fühlen uns noch gar nicht in Harmonie miteinander, so können wir langsam über die Töne genau in diese Harmonie hineinfinden. Und ebenso wie in die Harmonie lade ich jetzt erstmal alle Mitwirkenden ein, zurück zu ihren Plätzen zu finden, um überhaupt erst einmal physisch wieder beieinander zu sein. Oh.
bei dem ganzen Tönen. In ihren Sprechstimmen und harmonisieren sich einfach im Gespräch. Und dennoch verbindet uns alle der Wunsch, hier und heute und auch morgen, so wie gestern und in weiterer Zukunft, miteinander zu gestalten, unseren eigenen Lebensraum in die eigene Hand zu nehmen, einander an die Hand zu nehmen, sich gegenseitig zu tragen, zu fördern, vor allem zu sehen, zu hören, wahrzunehmen, mit allen Sinnen. Und ich freue mich über jeden, der hier ist, über jedes Lachen, versunken da sitzt, einfach so mit geschlossenen Augen, und auch über die, die uns im Hintergrund wahrnehmen, und alle sind wir eine Einheit, über den eigenen Raum hinaus, den wir mit unserem Körper einnehmen, über den eigenen Raum hinaus, den wir im Tönen gerade miteinander teilen. Über den Raum hinaus der Stadthalle hier in Alsfeld. Hinaus über die Stadtgrenzen. Hinaus über die Regionen. Hinaus über die Meere. Hinaus über die anderen Kontinente. Hinein, hinein in uns, hinein in eine Welt des Einsseins, der Verbundenheit, der Liebe, der Wertschätzung. Ich noch einmal ein, alle, die jetzt nun mittlerweile zurück in die Stuhlreihen gefunden haben, mitzutönen und
ihre Sprechstimmen in Klangstimmen zu wandeln. Vielen Dank. Es gibt einen ganz kurzen Beitrag zu den Jugendlichen. Eine Lösung. Genau, ein spontaner Impuls, weil ich eigentlich dachte, hier ist auch Bildung und Erziehung als Gruppe mit vertreten, ist es aber nicht. Deswegen in Kürze 5 Minuten. Ich habe eine Frau kennengelernt vor einer Woche und die ist dabei, ein Wesenskernspiel hier ins Leben zu bringen, wo es genau darum geht, den Selbstausdruck und die Sprache der Seele quasi herauszukitzeln aus Kindern, Jugendlichen oder auch aus Erwachsenen. Es ist ein Spiel im Coaching-, Beratungs- und Bildungsbereich.
Und damit die ersten 400 Stück dieses Spieles produziert werden können, fehlen noch 2000 Euro von 7000. Auf stadtnext.de, das ist so eine Spendenplattform. Und ich finde es schade, wenn jetzt 5000 Euro wieder zurückgehen müssen, weil die 2000 nicht zustande kommen. Ich habe gesagt, hey, ich finde das so toll, ich habe einen Mini-Workshop mitgemacht. Ich nutze diese Plattform hier, um zu sagen, ja, wer Menschen kennt, auch im spirituellen Bereich, wo Geld keine Rolle spielt, also es werden noch 2000 Euro gebraucht, um die ersten 400 Exemplare zu produzieren. Es geht wirklich um die Frage, was ist mein Wesenskern, was ist das, was ich wirklich, wirklich will, was ist das, was mich als einzigartiges Wesen ausmacht. Und ich finde das eine tolle Sache, auch in Anlehnung an die zwei jungen Frauen hier, die vorhin hier waren. Ich werde hier quasi so einen Stapel Flyer mit hinlegen. Und wer irgendeine Idee hat, wie diese 2000 Euro noch zustande kommen könnten, ist eingeladen, sich zu melden bei mir oder auf der Webseite. Diese Frau heißt Christine Jung. Und ja, ich fände es toll. Wir haben noch bis zum 7. Mai Zeit, genau. Das ist der eigentliche Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also es gibt keine Zufälle. Ja. Das Ganze ist ja da aufhängen, dann können wir nachgucken. Ja, wie auch immer. Also ich lege das jetzt ja hin, wer es gehört hat. Ich leg's vorne auf den Tisch und häng's genau. Mal vielleicht an die Wand. Und ich habe das quasi jetzt spontan mit genutzt hier, diesen Kongress. Und ich fände es toll, wenn diese 2000 Euro bis zum 7. Mai noch zustande kommen. Und es stehen auch noch nähere Informationen hier drauf. Und es gibt ja viele solche Spiele. Genau, das war es auch schon. Ja, vielen Dank. Auch ganz herzlichen Dank an unsere Musiker. Das war sehr schön, das Einstimmen mit Tönen. Danke. So, Johanna, du hast das Wort. Ja. Bisschen weniger als vorhin. Willkommen. Und ich hoffe, dass wir alle Lust und Spaß an Kunst, Selbstausdruck, schöpferisch sein habt. Und ich will versuchen, nicht nur zu reden, sondern auch mit euch zu tun. Und ja, es geht ja nicht nur um unser eigenes schöpferisches Sein zu uns selbst, sondern auch miteinander, ne, für ein neues Wir, ein neues Bewusstsein. Und da möchte ich euch auch kurz auf dieses Buch hier hinweisen, Die Kraft der kollektiven Weisheit. Entschuldigung, das muss ich wegmachen. Und von Koscha Joubert, die ist Vorsitzende des Gen Europe Global Eco Village Network, globales Ökodorf-Netzwerk, und die macht die besten Gruppenprozesse, die ich kenne, wo man einfach wirklich zusammensitzt und richtig kreativ wird. Und da sind schon wirklich viele erfolgreiche Gemeinschaften entstanden oder Projekte und Unternehmen, auch mit dieser Methode Dragon Dreaming. Und ganz wichtig ist immer bei diesen Methoden, dass dieses kreativ sein, künstlerisch sein, heißt auch wie gerade zusammen sein, im Flow kommen, feiern, Spaß haben, in die Ruhe kommen, in die eigene Mitte kommen und dann von innen nach außen jeder aus seiner Mitte sich begegnen. Und dann passieren diese berühmten Synchronizitäten, passieren diese magischen Momente von Begegnung, von transformierender Kommunikation, weil Kunst ist ja auch immer Kommunikation, Ausdruck, ob jetzt wie gerade die Stimmung, das, was in Fluss kommt, durch Klang, durch Bilder, durch Worte, durch Licht. Hier seht ihr gerade, wie er so halb in der Sonne sitzt. Und das ist einfach auch ein Kunstwerk, was die Natur da gerade hinzaubert, oder das Fenster. Oder hier die wunderschönen Blumen. Entschuldigung, ich glaube, wenn ihr euch da laut unterhaltet, dann stört das ein bisschen den Vortrag. Also wer dann andere Vorträge halten will, der möchte doch bitte vielleicht nach draußen gehen. So, Entschuldigung. Und noch eine Inspiration ist, mein Bruder macht Raumlabor Berlin und ich würde gerne auch ein Aufbruchlabor Deutschland mit euch irgendwie
auch mit auf den Weg geben für das vielleicht die nächsten Monate und Jahre, weil es einfach ein Prozess, der auch Zeit braucht, der Begegnung braucht. Und Raum im Labor Berlin, das hat mein Bruder irgendwann vor 20 Jahren mit Freunden gegründet und die sind inzwischen auf der Biennale in Venedig und überall eingeladen, bei Stadtprojekten, Universitäten, Museen. Und die machen so Sachen wie auf dem Marktplatz oder auf irgendeinem kleinen Platz eine große Blase aus Kunststoff zwischen den Bäumen aufstellen, eine mobile Küche, Stühle, Tische hinstellen und dann begegnen sich die Leute, kochen miteinander auf dem Marktplatz und lernen sich vielleicht erstmal richtig kennen und unterhalten sich und schaffen neue Freundschaften. Und so denke ich, dass auch wir Begegnungsräume schaffen sollten könnten, wo wir vielleicht auch wie da in der Ecke oder auch hier einfach miteinander austauschen. Ne? So, wir machen ja im Grunde hier Open Space, offene Räume schaffen und neue Ideen sammeln. Und Moment, wie gehe ich jetzt hier weiter? Nochmal so. Ich möchte hier noch einen anderen Aspekt mit euch teilen. Ihr habt ja alle, ne, viele wahrscheinlich von der AnKanaT, von dem Kongress in Salzburg vom 21.12. bis 22.12. gehört. Da hat der Johannes Hohlein diese Bewusstseinserweiterungen vorgestellt und die finde ich auch sehr wichtig im Zusammenhang mit Kreativität und Kunst und Kultur, weil die alle Ebenen durchfließen. Vorhin haben wir ja so ein bisschen gezeigt, dass auch so eine Aktion, einfach mit Schildern aufeinander zugehen, einen Film drüber zu drehen und eine Botschaft auszusenden, ein unheimlich kreativer, herzberührender Prozess sein kann. Oder wenn wir einander eine Geste zeigen, wie Tai Chi, und ihr merkt plötzlich, boah, da wird Energie frei. Und ich erwähne es nur kurz, weil ich jetzt einfach die Gelegenheit habe, ist wichtig, dass wir da auch weiterdenken, denke ich, in Richtung Wertebewusstsein, in einem neuen Wirtschaftssystem hineinzugehen. Und da möchte ich auch nochmal zu bedenken geben, dass es, glaube ich, nicht so eine gute Visitenkarte für uns ist, wenn wir jetzt sozusagen alles verweigern, sondern schon auch wertschätzen, dieses System, was uns tolle Straßen bietet, eine gute Infrastruktur und eigentlich noch relativ wenig wie heißt das, Korruption im Vergleich zum Rest der Welt. Also Gruppenbewusstsein, das neue Wir in Kleinen, in Großen, als Basis eines individuellen Aufbruchs. Dann Einheitsbewusstsein, natürlich ein spirituelles Erwachen aus dem eigenen Zentrum heraus, mit einer neuen Liebe zu einer wie früher verehrten Natur, auch in der Ernährung, in der Heilkunde, mit dem Schonenden, mit der Tierliebe auch. Und da möchte ich nochmal auch darauf hinweisen, wir hatten vorhin dieses Thema männlich-weiblich und ich wollte ja auch ein bisschen was mit euch machen in Richtung Einheitsbewusstsein. Und ich bin seit 30 Jahren spirituell auf dem Weg und am meisten hat mich aber ein Buch berührt, das heißt Warum wir gerade erst anfangen, uns selbst zu erkennen, von Arthur Wittemann. Und er beschreibt auch die geheimen Machtanteile. Das sind so im Grunde so die Ego-Anteile, die wir gar nicht merken, die mit altem Schmerz, mit alten Traumen zu tun haben. Das sind so die inneren Spaltungen. Und da geht es eigentlich darum, die auch noch mit einzubeziehen. Das ist so eine spezielle mit, wie soll ich sagen, Da sind unsere wirklichen spirituellen Herausforderungen. Aber was ich mit euch kurz machen möchte, ist, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass wir haben, meistens ist die rechte Seite die männliche Seite, die Tatseite, wir sind meistens Rechthändler, und die linke Seite, bei Mann wie Frau, mehr die weibliche, rezeptive, empfängliche Seite. Und was mir immer sehr hilft, das könntet ihr auch vielleicht abends machen, oder schließt mal eure Augen und setzt euch doch mal hin, entspannt euch. Ihr seid ja alle noch vielleicht auch ein bisschen entspannt von der wunderschönen Musik gerade. Nimm mal einige lange, tiefe Atemzüge und stellt euch vor, so in eurer inneren Mitte, in eurem Bauch, da ist sozusagen der Platz des
inneren Kindes, was auch für unsere Lebendigkeit, unsere Spontanität, unsere Intuition steht. Da können wir vielleicht einfach mal unsere Hände drauflegen. Und zwar steht die linke Hand für die innere Frau und die rechte Hand für den inneren Mann. Männlich, weiblich, die so Mama, Papa, linke Hand, rechte Hand, die schenken jetzt dem inneren Kind und allen Verletzungen, die da vielleicht irgendwann mal waren, noch ganz viel Liebe und Annahme. Schön, dass ich jetzt hier bin und nach dem langen Tag hören, schenke ich mir selber jetzt mal ganz viel Liebe und Annahme. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ja, wie das Kind sich freut und sich, was es vielleicht gerade braucht und ihm vielleicht eine Farbe schicken oder ein Symbol oder Blümchen oder als Begleitung vielleicht auch euer Krafttier oder ein Krafttier schauen, welches Tier würde euch jetzt gut tun, weil das innere Tier gehört auch dazu, nicht nur das männliche, das weibliche, Vater, Mutter, Mann, Frau, Animus, Anima, sondern das Kind und auch das Tier. Und das Kind liebt das Tier, weil das Tier hat so einen Beschützer und Erden, so einen erdenden Aspekt. Und um alles herum ist wie das goldene Licht der Quelle, was immer in uns, um uns ist und uns belebt. Und sieht wie einfach so innerlich und um euch herum wie so ein goldener Lichtkranz, die goldene Kugel leuchtet und sich ausdehnt. Und männlich, weiblich, Kind in diesem Licht jetzt baden, in dieser Liebe, die jetzt hier ist, die immer hier ist, die weniger als ein Augenaufschlag von dir, von uns entfernt ist. Und das ist dieses Einheitsbewusstsein. Und auch die Verbindung mit dem Tier, was uns viel mehr Mitgefühl und Achtsamkeit schenkt für unsere Mitwelt. Und auch Toleranzbewusstsein. Und dann, um auch, ja, wir haben ja diesen Vortrag von männlich-weiblich, weibliches Prinzip, ist ja ausgefallen. Das ist noch eine Übung. Jetzt leg doch mal so, das Kind ist ja zufrieden, ist genährt, die Quelle ist hier, ihr seid sicher und geschützt. Und jetzt legt doch mal eure Hände, linke Hand auf linken Oberschenkel, rechte Hand auf rechten Oberschenkel. Und stellt euch vor, eure innere Frau sei wie so puppengroß. Ich sage meistens so groß wie Barbie-Puppen. Steht da auf der linken Hand die innere Frau und auf der rechten Hand der innere Mann. Ich finde das immer sehr spannend, was die Menschen dann sehen. Das ist ganz unterschiedlich. Und schau doch mal, wie sieht deine innere Frau aus, wie dein innerer Mann, wie groß sind sie? Sind sie gleich groß, gleich stark? Bekomm mal ein Bild dafür, wie sie aussehen. Wie es ihnen geht. Sind sie ruhig und gelassen oder aufgeregt? Freuen sich, dass du ihnen jetzt deine Aufmerksamkeit schenkst? Haben sie ein gutes Verhältnis zueinander? Verstehen die sich? Bekomm einfach ein Gefühl dafür, wie es ihnen gehen würde, wenn du sie jetzt richtig gut wahrnehmen könntest. Und erlaub ihnen einfach, sich zu zeigen. Und da geht es dann auch ums Herzbewusstsein und das Partnerschaftsbewusstsein, weil unsere innere Mann und innere Frau, wie die sich miteinander verstehen, prägt auch unsere Beziehung und unsere Partnerschaft. Und vielleicht lässt du sie mal einander die Hand reichen und falls sie sich verletzt haben oder ignoriert oder ein Machtkämpfchen hatten, mal schauen, was Vergebung, Verzeihung, Verständnis braucht und welche Urteile mal losgelassen werden können über Männer, Frauen, Väter, Mütter in eurem Leben. Und atmet einfach Liebe, Verständnis dorthin. Und so schafft dann unser Partnerschaftsbewusstsein ein harmonisches Miteinander, ein Verständnis auch für die göttliche Weiblichkeit, die göttliche Männlichkeit, die auch in uns angelegt hat, ist und auch in uns jetzt in dieser neuen Frequenz sich weiter entfalten will, was aber meistens auch mit Heilungsprozessen einhergeht. Und auch mit dem Trennungsbewusstsein, denn anstatt uns zu trennen, können wir auch bestimmen,
was ein befreiendes Nein sagen ist, weil wir wissen, im Herzen sind wir sowieso als Seelen miteinander verbunden, aber gehen vielleicht unterschiedliche Wege. Dann gibt es auch im Liebesbewusstsein eine neue Sexualität der Vereinigung. Und das schenkt uns natürlich auch Selbstwert und Selbstbewusstsein. Auch für unser immer Geliebtsein, unsere Göttlichkeit, unsere Verbundenheit mit der göttlichen Quelle, was uns in neue Erfahrungsbereiche leitet und inspiriert. Und wenn ihr dann damit höher geht, in die höheren Bewusstseinsebenen, Chakren, könnt euch auch verabschieden von Mann, Frau, da schauen, als würdet ihr jetzt hochgehen, dann geht es auch sozusagen ein Treppchen höher in unseren Chakren, ja, da gibt es dann das Überbewusstsein, geistige Welt und das andere Engelbewusstsein, das ist nochmal eine andere Ebene, da gehen wir ein bisschen zu weit jetzt. Das wollte ich nur sagen, aber dieses Wissen, das verleiht uns dann auch Macht und es geht ja jetzt hier drum, was gedacht werden kann, kann auch verwirklicht werden. Und auf diesen inneren Ebenen, wenn wir uns, ihr habt jetzt gerade sozusagen was euch vorgestellt. Und ich frage mal, wer von euch hat was gefühlt in Verbindung mit innerer Mann, innere Frau? Ein Gefühl bekommen, dass das da ist? Nun, so einige, ne? Dankeschön. Vielleicht jemand was dazu sagen, Michael oder so? Zum Beispiel, genau. Und ich habe das mal erwähnt, weil das einfach ja in diesem schöpferischen Prozess ja darum geht, dass wir erstmal was geistig und als Idee erschaffen und das bildet dann so eine Art geistiges Feld und je mehr dran glauben, wie bei den hundertsten Affen und der morphogenetischen Welt, wird es nach und nach auch von einem Kollektiv angenommen, ja, und kann sich das verbreiten in der Gesellschaft. Und immer mehr Menschen öffnen sich überhaupt für diese jetzt vielleicht noch teilweise ziemlich abwegigen Ideen. Und dieses Wecken einer neuen Wirklichkeit. Und diese Entwicklungen kommen aber eben auch leise und mit langsamem Gang, gerade weil die Erde, nicht Erde in einem Pulverfass gleich, empfiehlt es sich, das mit Ruhe zu machen. Und eben, wie wir es ja auch tun, deswegen ja, ich zumindest hier bin, auch mit Meditation und so weiter. Und ich erwähne einfach da den Dieter Duhm noch, auch zum Weiterlesen. Wir haben jetzt die Schule Terra Nova gegründet und haben eben auch ein Konzept, auch mit Kunst, Kultur, Liebeskultur, Kommunikationskultur, ganz viel Friedensarbeit, einfach schon viele Wege gebahnt, wie man solche Projekte auch weltweit auf den Weg bringt und Gemeinschaftsaktionen. Und wie viel Zeit habe ich noch? Hier ist noch so ein Bild zu dem Thema männlich-weiblich und der Andreas, der hier sitzt, warst du das? Nee. Doch, du bist ja. Der hat mich da drauf gebracht, mal diesen Mann, den wilden Mann und den Teufel auch mit reinzubringen. Weil die gehören auch dazu. Also auch die dunklen Kräfte wollen integriert werden und nicht so die bösen Schwarzen, Betrüger, sonst was im Außen, sondern eben, wo in mir habe ich selber noch ganz tief verborgen diese geheimen Machtanteile, Lustanteile, wie auch immer, bösen Buben. Und da möchte ich euch noch was zum Thema transformierende Kommunikation sagen. Und wir hatten ja vorhin das schon mit dem Schmetterling und da ist mir nochmal bewusst geworden, auch mit dem, was wir gerade gemacht haben, dass wir eben auch in diesem Prozess eben die Gehirnwellen synchronisieren und der Schmetterling eben auch dafür ein Symbol ist, ne? Dass wir unser volles Gehirnpotenzial und alle Synapsen und eben das kreative Potenzial, das die rechte Gehirnhälfte vor allem auch wieder benutzen und nicht nur passiv Kunst konsumieren, sondern eben auch, und deswegen finde ich eben hier unser Leitungsteam so toll, die einfach tun, die einfach diese wunderbaren Videos und Interviews machen und ins Netz stellen und so viele Menschen auf den Weg bringen und inspirieren. Bitte? Okay, ich muss zum Ende kommen. Die Übung, die ich jetzt gerne auch noch mit euch machen würde, das haben wir jetzt vorhin in der Arbeitsgruppe auch gemacht.
Die würde ich gerne morgen dann auch nochmal im Open Space anbieten. Und wer möchte, kann dann wirklich auch nochmal richtig tief eintauchen in diese schöpferische Arbeit. Oder auch in Köln biete ich dann auch Seminare an. Und wenn ihr wollt, würde mich einladen. Und kann auch ganz viel mit Aufstellungen machen oder Innenreisen, um vielleicht auch mal so diesen eigenen geheimen Schattenanteilen auf den Grund zu kommen. Und auch je mehr Liebe wir sozusagen und Synchronisierung wir erfahren, desto mehr kann sich dann auch integrieren. Also für mich ist es ganz wichtig in diesem Prozess und was hier eben auch läuft, dass wir zusätzlich zu diesem politisch-männlichen auch immer wieder dieses Liebevolle und Feiern mit reinbringen, weil das eben die Kraft bringt der Wandlung und die Energie. Und zusätzlich möchte ich gerne noch eine Sache mit euch mit auf den Weg geben. Das sind jetzt nochmal 10 Punkte. Die transformierende Kommunikation. Das ist von Chuck Spezzano, der ist nächste Woche in Köln, einer meiner wichtigsten Lehrer, weil er zeigt wirklich, wie wir diese Wunderwirkenden werden können und wie man ganz intuitiv kreativ sein kann und trotzdem sehr klar und erfolgreich. Und er sagt, die 12 Grundsätze dieser Kommunikation sind, es gibt keine bösen Buben, wir können alle gewinnen. Erstens, ich bin für mein Verhalten und das Verhalten der Menschen um mich herum voll und ganz verantwortlich. Zweitens, ich bin auch für meinen emotionalen Zustand verantwortlich. Drittens, ich gehe Risiken ein und fühle meine eigenen Emotionen. Viertens, ich unterbreche nicht. Denn das unterbricht Kommunikation. Ich weiß, dass ich unterbreche, weil ich das aufkommende Gefühl nicht aushalte und B, der Wettbewerb zu stark ist. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wo ich immer wieder merke, wenn irgendwas mich antitscht und wo was verletzt ist, dann mache ich dicht. Vielleicht kennt ihr das auch. Ne? Und oder ich unterbreche, weil es mir zu lang ist und wenn Leute lange labern. Ja? Aber da dann dahinter gucken und das Herz offen zu lassen, das ist echt eine Kunst. Also wenn jemand so Tiraden loslässt, Geschichten erzählt, weiter Aufmerksamkeit schenkt, das schenkt dann eine Wandlung. Und wenn es keine Verteidigung gibt, gibt es auch keinen Angriff. Ich bin offen. In einer Kommunikation lasse ich mich auf andere ein. Steam, das Ergebnis jeder Kommunikation ist, was ich beabsichtige, dass es ist. Also lass uns wirklich jeder Einzelne jetzt das Beste glauben, dass wir hier wirklich ein wundervolles Ergebnis dieses Wochenende schaffen. Und wenn ich darauf beharre, Recht zu haben, kann ich nicht wachsen. Ich lasse los und lerne. Ich gehe keine Kompromisse ein und passe mich nicht an. Ich finde eine Lösung oder wir finden eine Lösung. Wir teilen die Dinge mit, die wir zurückgehalten haben und vertrauen den anderen. Unsere ungesagten Dinge sind eine Form des Angriffs, die eine Auflösung nicht ermöglicht. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, weil diese ganzen ungesagten Lügen und Versteckspiele, und das kann eben auch durch kreative Prozesse sehr gut rauskommen, auch dass wir uns selber erlauben, auch durch Kunst und Kreativität und kreative Prozesse unser eigenes Ungesagtes zu halten. Hallo. Ja, das drückt mir Wertschätzung aus. Jetzt war's. Danke. Wir wertschätzen dich dafür, dass du dich hast unterbrechen lassen. Danke. Ah, das geht bloß. Ja, dreh mich da mal. Ich höre da mal. Das Lied Glück in der Hand wollte ich mit euch nochmal singen, bevor es hier auch zum Thema Freiheit mit dem FF noch ein paar Eingaben gibt. Kommt für die Freiheit, lasst uns singen, bis ein gemeinsames Feuer uns band, vereinigt wird. Entschuldigung, ich hab das vorhin ja noch. Kommt für die Freiheit, lasst uns singen, bis ein gemeinsames Feuer uns band. Vereinigt wird es uns sicher gelingen. Wir nehmen beherzt das Glück in die Hand. Mit euren Stimmen tagtäglich verheißt es und weit erwähnt.
yes, united, we can do much better. We carry heart of happiness in our hands. With your voice, from the world always ringing, so you will get a viewing around. And life will greet with the glory of spirit. We fill the darkness with light. Teil, der geplant war. Und zwar sollte es jetzt zum Thema Freiheit noch ein paar Einlagen geben, aber die übernehme ich gar nicht selber, obwohl ich ähnlicherweise mich auf einen englischen Weg gemacht wie der Öff-Öff habe und den bitte ich jetzt einfach mal nach oben zu kommen und zum Thema einfach frei Mensch sein etwas zu diesem Aspekt noch zu erzählen. Hinter mir sieht man Terranier, einmal ganz groß, die neueste Version der ID-Karte vom Bündnis Freier Menschen, was ich selbst ins Leben gerufen habe. Und der Öff-Öff hat sich, das sagt er jetzt selber, auch auf den Weg gemacht und erlebt sich einfach nur als Naturwesen, als freier Mensch. Ja, danke, Johnny. Ja, versuchen wir mal so. Also ich danke ganz herzlich erstmal für die Einladung, dass ich hier auch bei diesem Treffen mit dabei sein kann, wo der Johnny mich darauf hingewiesen hat. Und ja, ich fand das sehr beeindruckend, wie heute hier verschiedene Standpunkte sich zeigten, Positionen, wie man ansetzen kann, gerade auch aus der Haltung heraus, nicht so entweder oder, sondern sowohl als auch, also wie kann man da verschiedene Brücken schlagen, Synergien miteinander finden. Was mir allerdings aufgefallen ist, obwohl in vielen der Ansätze anklang, dass wir uns zum freien Menschen machen können oder uns so verstehen können, oft ist es doch so, dass bei den Positionen der Versuch gemacht wurde, quasi in dieses autoritäre System um uns herum hineinzuschauen und zu schauen, wie kann man einen Teil
diese autoritären Normen, Ansprüche, Gesetze oder was es auch ist, verwenden, um andere Teile oder das System damit insgesamt so ein bisschen zu hebeln. Das kann ich mir auch als was sehr Wertvolles vorstellen, aber im Prinzip stellt sich so die Frage für mich dann auch, inwiefern bin ich so in den Kern der Freiheit gegangen, wenn ich eine autoritäre Norm verwende gegen die andere autoritäre Norm oder wenn ich quasi ein Herrschaftssystem versuche zu relativieren oder irgendwas dagegen zu machen mit Hilfe des nächsten oder anderen oder früheren Herrschaftssystems. Und ich finde die Brücken wichtig, aber ich glaube, wir Menschen haben einen ganz unmittelbaren Zugang auch zum Freisein und zum Verantwortung übernehmen. Und den haben wir einfach aus der Wirklichkeit heraus, aus der Tatsache heraus, dass wir Wesen sind, die diese Freiheit haben, diese Fähigkeiten haben, vernünftig zu denken, ein eigenes Gewissen zu haben, in der Lage zu sein, aus mir heraus zu sprechen, mündig zu sein, mit dem eigenen Mund zu reden, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, meine eigene Lebensregie zu übernehmen. Da brauche ich nicht ein Handels- oder ein Verfassungsgesetz und da brauche ich nicht einen König des Deutschen Reiches oder eine Kanzlerin oder irgendjemanden, um mich in diese Freiheit zu setzen und sie mir zu nehmen. Und ja, also ich denke, man kann das alles verbinden. Ich kann sagen, dass ich für mich die Entscheidung getroffen hatte, nur so als Beispiel eben, wie das auch Gestalt annehmen kann. Ich habe schon mit 13 darüber nachgedacht, dass ich wirklich einfach in die Eigenverantwortung, in die Eigenregie gehen wollte, nicht vermeidbar für Unwichtiges und Verkehrtes mein Leben verlieren wollte. Und das begann dann damit, dass ich einfach ganz systematisch nachgedacht habe, wie kann ich immer auf die jeweils wichtigste Frage, die ich finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen. Und das löste eine Kettenreaktion aus und später habe ich dann mit 27 Jahren die sogenannte Schenker-Bewegung gegründet und habe dafür meinen Personalausweis einfach an den Bundespräsidenten zurückgeschickt, habe gesagt, ich entscheide für mich und wenn ich irgendwo zu einer Vereinigung gehöre oder irgendwelche Normen oder Regeln für mich gelten sollen, dann deshalb, weil ich ihnen zustimme. Und ich werde erst dann zustimmen, wenn es dafür Gründe gibt. Wir leben in Gesellschaftsstrukturen, die beruhen auf Einbildungen, auf Fiktionen. Nehmen wir sogar das Grundlegendste, was wir uns selten bewusst machen bei der gesellschaftlichen Situation, ist die Philosophie vom sogenannten Gesellschaftsvertrag. Dass der Einzelne seine Eigengewalt, seine volle Selbstregie abgeben würde an einen Herrscher, damit der dafür sorgt, dass die Gewalt aus dem Zusammenleben ein Stück weit herauskommt. Das mag ja vielleicht auch was Sinnvolles sein. Aber doch nicht, indem jemand so einen Vertrag erfindet und sagt, ihr habt jetzt eure Gewalt an mich abgegeben. Wenn, dann sollte er versuchen, die Menschen zu überzeugen, dass sie das freiwillig tun, und zwar deshalb, weil sie sich da geborgen fühlen und ihre Interessen auch wahrgenommen werden. Ansonsten ist das eine Fiktion, die letztlich nur Fremdherrschaft und Ausnutzerei bemäntelt. Also wir können da sehr ins kritische Bewusstsein gehen und uns auf die eigenen Füße dann stellen. Und für mich bedeutete das eben, den Personalausweis zurückgeben, meinen Austritt aus dem Staat erklären. Ich habe dem Arbeitsamt schriftlich gegeben, dass ich nicht bereit bin, in schädigender Weise gegen andere Menschen zu konkurrieren. Kein Vergeltungstausch, sondern dass ich in globaler Liebe nur noch Geschenke austauschen will mit anderen Menschen. Dass ich mit ihnen auch auf freiwilliger und gleicher Ebene Entscheidungen finden will, ein anderes Entscheidungssystem. Ich nenne das Konsensgemeinschaften globalen Teilens als Weg zu einer globalen Konsensdemokratie oder besser auch Demokratie, weil das ist weniger Herrschaft als die Liebe, die uns dann alle verbinden kann und die Vernunft, die uns zu gemeinsamen Lösungen führen kann. Ja, ich denke, es ist aber auch ganz wichtig, dass man da eben nicht in ein Entweder-Oder kommt. Ich glaube, alle Wege in die Freiheit sollten sich gegenseitig möglichst stark machen. Die Wege, die innerhalb des Systems ansetzen und schauen, wo kann man einen Ansatzpunkt finden, der wirklich auch ein Hebel sein kann. Aber auch die Unmittelbarkeit, dass wir sagen, wir brauchen es nicht, um uns die Freiheit und Verantwortung einfach zu nehmen. Was ich wichtig fände bei den Ansätzen, die innerhalb des Systems argumentieren, wäre vielleicht noch, dass man sich die Richtung dabei bewusst macht, hinzukommen zur Vorstellung eines neuen, eines anderen, eines fortschrittlichen Zusammenlebens, wo keine Herrscher mehr sind, sondern erwachte, mündige Menschen, die dazugehören, wo sie es wollen, die es aus Gründen tun, die überzeugt werden, die sich wohl damit fühlen können, die eben wirklich echte Konsensgemeinschaften bilden können. Ich würde es für nicht so begeisternd finden, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt ein entmündigendes System um uns herum, was uns ausbeutet,
und wir besinnen uns darauf, wir hebeln das aus mit einem anderen System der Vergangenheit vielleicht, was viel autoritärer oder monarchistischer oder wie auch immer war. Also wir sollten die Hebel so ansetzen, denke ich, dass die Richtung nach vorne geht und dahin führt, dass die frei gewordenen Menschen freie Formen des Zusammenlebens und des Miteinanderteilens entwickeln können. Ja, so viel dazu. Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern noch... Ja. Musik, naja, eben, genau. Danach wollte ich fragen, ob die Musik jetzt noch stattfindet. Wir haben ja noch jemand anders, der auch hier noch Musik machen wollte. Ich habe natürlich auch noch was anzubieten, ein neues Lied, und wollte auch noch mal eine ganz Kleinigkeit mitteilen zu dem, was Öff gesagt hat. Also aus dem System heraustreten und den nicht mehr mitzuspielen, zu erklären. Im Kindergarten gibt es das, ich habe Erzieher gelernt. Und da denken sich Kinder manchmal auch Rollenspiele aus, und andere Kinder, die eigentlich gar nicht mitspielen wollen, werden einfach involviert. Und da gibt es eine gute Möglichkeit, manchmal die Kinder anwenden, und die sagen dann, so, ja, okay, willst du, dass ich mitspiele? So, dann sterbe ich jetzt. Und zack, bumm, ist man draußen und man kann ja nicht mehr mitspielen. Man ist ja gestorben in dem Spiel. Und das habe ich jetzt auf der bundesrepublikanischen Ebene zum 1. Mai getan. Matthias Jürgens ist gestorben, die Person, und geht auch an Polizei und so weiter. Es gibt nur noch Jonathan Löwe, alias Matthias Jonathan, mit Künstlernamen, und noch ein Lied von mir, und dann hören wir andere musikalische Beiträge. Das muss ich noch ablesen. Es nimmt alles seinen Lauf, für Neues ist es nie zu spät. Vertraue einfach drauf, du bist recht so wie du bist. Setz Vertrauen in dein Sein, dank dir bleibt nichts wie es ist. Pflanze deine Samen ein, pflanze deine Samen ein. Alles seinen Lauf, sie wird doch alles starr und steif. Sieh, die Knospen springen auf, bald erblüht die ganze Welt. Taucht in Farbe sich das Grau, strahlt das ganze Himmelszelt. Sie vereint sind Mann und Frau, sie vereint sind Mann und Frau. Und ihr dürft gerne nochmal mitklatschen oder mitsingen oder so. Es nimmt alles seinen Lauf, spüre, höre, rieche sie. Neues löst das Alte auf, lasse deine Ängste ziehen. Tausch die Gegenfreiheit ein, tank die Lebensenergie. Spür und leb dein reines Sein, spür und leb dein reines Sein. Alles seinen Lauf, für Neues ist es nie zu spät. Vertraue einfach drauf, du bist recht so wie du bist. Setz Vertrauen in dein Sein, dank dir bleibt nichts wie es ist. Pflanze deine Samen ein, pflanze deine Samen ein. Vertraue auf dein Sein. Es darf geklatscht werden, ich mag das. Dankeschön.
Danke. Ihr dürft ruhig klatschen. Ja, exakt. Die Bekloppten sind wir eben am liebsten. Ja, das ist auch eine schöne Energie. So, ja, da wollte doch noch jemand auch was spielen hier. Sonst muss ich gerade noch mal überbrücken hier. Ja, hier, komm, nicht so schüchtern. Genau. Reicht auch, wenn ich schüchtern bin. Oh. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Ja, ich muss erst mal meinen Herzschlag wieder in der Ordnung kriegen. Sonst wird das nichts. Okay. Also, ich will vorher noch gerne was dazu sagen. Also, das, ich weiß weder, wie das Lied heißt, noch woher das ist, wirklich. Ich habe das früher ganz viel mit meiner besten Freundin gesungen. Mit meiner ehemaligen besten Freundin. Und weiß nicht, es bedeutet mir einfach sehr viel. Ich fand es von Anfang an toll und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es seit vor 4 Jahren oder so das erste Mal gespielt und seitdem kann ich das immer noch auswendig, obwohl ich die Noten nie gesehen habe oder oder den Text sozusagen alles aus dem Hören und ja, also ich musste da Capella singen, da ich auf die, wie gesagt, die Akkorde nicht kenne oder so ähnlich. Wir haben es genannt, das Spatzenlied. Ein Sonntag voller Sonne, so wie ein Regenbogen, schön. Und Vater geht mit Sohnemann spazieren. Die beiden sind vergnügt und haben dazu allen Grund. Sie haben heute viel Zeit, sich zu verlieren. Doch plötzlich kriegt der Junge große Augen und bleibt stehen. Ein Mädchen dort auf einem großen Platz steht angewurzelt und doch so, als wollte sie grad gehen. Und auf der Hand sitzt ihr ein kleiner Spatz. Das Mädchen hat Sandalen und ein kurzes Röckchen an. Sie ist genauso groß wie Vaters Sohn. Und trotzdem reicht der Kleine ihr nur bis zur Nase ran. Sie steht auf einem steinernen Thron. Und wegen dieses Throns ist sie vielleicht so sehr allein. Die Leute gehen nach durch ihr vorbei. Der Junge aber möchte gern ihr Spielgefährte sein, damit das Mädchen nicht so einsam sei. Er schaut ihr von der Seite ins Gesicht und streichelt sie, indem er mit ihr spricht. Und ist für 5 Minuten mit dem Mädchen ganz allein, trotz Vater, Sonntag, Platz und Sonnenschein. Ein Sonntag voller Sonne, so wie ein Regenbogen bunt. Heut lädt die Stadt zum Wiederkommen ein. Der Junge küsst das Mädchen auf den kalten, harten Mund, verspricht ihr morgen wieder da zu sein. Nun mach nicht so ein trauriges Gesicht, so ganz allein bist du von nun an nicht. An jedem Tag besuche ich dich auf deinem großen Platz und zwischendurch besucht dich ja der Spatz. An jedem Tag besuche ich dich auf deinem großen Platz und zwischendurch besucht dich ja der Spatz. Danke. Ich gebe gleich weiter. Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Wiesław Seewald. Ich würde eigentlich am Morgen in der Früh dazu was sagen, aber ich habe gespürt, schon als man mich
also als wir mit den Medien gesprochen haben, dass ich hierher komme, dass ich ein paar Zeilen vorlesen, vorsingen soll, dass es gut wäre in der Zeit jetzt. Eine Frage ganz kurz, wer von euch versteht Russisch? Bitte Hand hoch. Gibt es jemanden überhaupt? Mhm. Na, здоровье. Also wenn ihr wollt, in einem Lied werde ich zum Teil auch auf Russisch singen und wenn Interesse besteht, kann ich dann also nach dem Lied eine schnelle Übersetzung machen, also sozusagen im Schnelldurchlauf, dass er auch versteht, um was es da konkret im zweiten Teil ging. Und zwar, in den beiden Ländern werde ich zwei russische Worte verwenden, also unabhängig von dem russischen Text, und zwar das eine Wort ist As, und As heißt auf der Erde lebender Gott. Denn das war immer für unsere Ahnen die Ausrichtung, hier zu einem göttlichen Wesen sich hier zu entwickeln. Und in unserer vedischen Kultur hängt alles, vereinfacht gesagt, mit dem Ahnenkult. Also die Ahnen waren immer wichtig für unsere Ahnen. Ja. Und es hängt alles mit dem Stamm zusammen. Und auf Russisch heißt der Stamm, Familienstamm in dem Fall, ist gemeint Rot. Deswegen findet ihr auch hier immer noch sehr viele Orte, die mit Rot entweder anfangen oder beenden. Das nur so viel dazu, welche Sprache hier vor tausend von Jahren gesprochen wurde. Beginnen aber möchte ich mit ein paar anderen Zeilen, und zwar mit vier Zeilen. Es geht um die Heimat. Bei uns geht es sehr viel um die Heimat, denn nur dann, wenn wir unsere Heimat lieben, dann sind wir auch bereit, für die zu arbeiten und auch unseren Hintern zu bewegen. Aus dem Grund, wer will, kann gerne die Augen schließen und einfach reinspüren. Es sind wie gesagt nur vier Zeilen. Ich kann nur so viel sagen, ich bin kein professioneller Sänger wie du, ja, sondern ich bin eigentlich, ich beschäftige mich was anderes. Morgen werdet ihr mehr erfahren. Deswegen einfach mal den Text wahrnehmen und nicht so viel hören, wer das sagt. Heimat, kennst du überhaupt das Wort? Heimat, bist du stolz, wo du herkommst? Heimat, den Deutschen fehlt so das Gefühl. Heimat, lass uns deine Nähe spüren. Ein Mensch ohne Liebe zu seiner Heimat ist ein kraftloses Wesen, denn er hat hier kein Heim. Das deutsche Volk wurde umprogrammiert und haben vergessen, ihre Heimat zu lieben. Schau aus dem Fenster und sieh dein Ort. Es ist deine Heimat, wo du herkommst. Und spüre die Erde, auf der du jetzt gehst. Fang an, sie zu lieben mit deinem Herz. Denn jetzt ist die Zeit nun endlich da, das Alte abzuhacken, denn das ist nimmer da, und zu leben hier mit neuem Gefühl, sich wieder frei zu fühlen, losgelöst von der Schuld. Du bist ein starkes Wesen, erkenne endlich das. Du kannst jetzt wieder leben in deiner vollen Kraft, die Kraft voller Freude und auch Gespür, und dann wirst du spüren deinen Ursprung. Du bist ein Schöpfer und schöpfst jeden Tag, und das Ergebnis siehst du an deiner Lebensart.
Die Zeit nun ist gekommen, die Zeit des Wassermanns. In dieser Zeit es gilt, zu lieben seine Kraft. Die Kraft voller Freude und auch Gespür. Und dann wirst du lieben deinen Ursprung. Der Ursprung ist der gleiche, ich nenne ihn einfach Gott. Aber jeder hat seinen eigenen Rot. Mein Stamm hier ist die vedische Kraft. Die gibt mir Vertrauen für den morgigen Tag. So sehe ich optimistisch in meine Zukunft. Denn ich lebe im Hier mit gutem Gefühl. Und das wünsche ich mir, dass alle so tun, im Hier und Jetzt zu leben und als Arzt sich zu fühlen. Dann passiert viel Heilung in jedem Ahnenstamm und dann heilt sich auch die Schöpfung durch unsere Tat. Es ist so schön und so wunderbar, als Schöpfer hinzuleben und zu spüren die Ahnenkraft. Also ich habe kein Problem, ihr könnt auch ruhig klatschen gehen. Morgen werde ich ja mehr sprechen über das deutsch-russische Bündnis, warum das so wichtig ist, und dazu habe ich auch ein passendes Lied. Rot ist mein Vater, der Herr alles erschaffte, und ich dank dir sehr für all die schönen Sachen, für die wunderschöne und perfekte Natur, für die Vielfalt des Lebens und das Lebensgefühl. In Liebe leben ist so wunderbar, mit all den Menschen, die bewusst leben da. Gemeinsam erschaffen wir jetzt neue Welt, du kannst dich beteiligen an diesem Prozess. Der Weg ist ganz einfach, verbind dich mit Stamm, fang an dich zu lieben und dein Vaterland. Germania ist herrlich, ich liebe dich so sehr, ich bin tief verwurzelt auf dieser Erde. Das Wasser für Wurzeln ist die Liebe zum Heim und Sonne ist zu Erden ein Stamm. Der vedische Stamm ist die Eiche im Wald, die gibt mir Vertrauen und auch viel Halt. Ich weiß, wo ich herkomme und was ist mein Weg. Die Völker verbinden auf der Midgard-Erd. Dafür ist es wichtig, zu lieben sich selbst und auch die Heimat, für was schlägt dein Herz. Befrei dich doch endlich von dem Schuldgefühl. Befrei dich doch endlich von dem Schuldgefühl. Du bist doch kein Adolf und kannst nichts dafür. Du kannst aber stolz sein auf deinen Ursprung und sagen mit Ehre, losgelöst von der Schuld. Ich bin ein Germane und darauf bin ich stolz und sehe die Russen als mein Brudervolk. Gemeinsam haben wir den gleichen Ursprung. Die Slawen und Arier ist unsere Herkunft. Ich sing in der Sprache, die ich gerne mag, damit viele Menschen verstehen, was ich sag. Germanische Sprache ist so wunderschön, die Sprache der Dichter, und dafür bin ich stolz. Es gibt auch noch Russisch, was klingt wunderschön. Einen kurzen Beweis hab ich für dich mit an Bord. Spür dich hinein, was dein Herz dir sagt, und dann wirst du spüren die Ahnenkraft. Jetzt kommt der zweite Teil. Германцы, вы братья, мы любим всех вас, хоть нас и пытаются поссорить не раз, но мы-то знаем, кто вы для нас есть. Вы братья арийцы, и для нас это честь.
давайте вместе дружить опять и вместе ведический род поднимать. От нас зависит судьба всей земли, так возьмем же миссию в свои руки. С любовью к природе и к нашей земле мы будем жить дружно на этой земле. Союз наш народов, он вечен и сил, и ведический род мы опять возродим. Германцы, вставайте, люди ждут нас давно, славяне с арийцами всегда заодно. Мы, русичи, верим в германский народ, поможем, чем сможем, на благо родов. Мы дети, потомки великих богов, Сварог, Один, Тор, это с вами наш род. Духовная раса каждый год все сильней, славяно-арийский союз богатей. Ребята, schon spüren. Wichtig ist, dass man ein Spüren kommt. So endet das Lied hier, aber nicht die Geschichte vom vedischen Stamm, der sich wieder trifft. Zwei große Nationen vereinen sich jetzt und es herrscht wieder Liebe auf der Midgard-Erd. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist die ganze Zeit fast zum Heulen. Weil uns ein Russe darauf aufmerksam machen muss, wie sehr wir unsere Heimatliebe nicht lieben dürfen, wie das verdreckt wurde, wie das mit Schuld beladen ist. Und dass wir dieses Gefühl, wenn immer wir da drankommen, man uns das mit Rechtsextremismus, Narzissmus oder was auch immer verbindet. Wir dürfen diese Gefühle gar nicht haben. Aber sie sind da. Wir brauchen unsere Heimat. Wir müssen unsere Heimat lieben, sonst können wir sie nicht heilen. Ich bin dir so dankbar, dass du das gemacht hast, auch wenn die Form vielleicht nicht perfekt war, aber danke dir. Und ich glaube, es wird auch ganz deutlich, dass die russische Seele und die deutsche Seele, dass sie verwandt sind. Und unsere Politiker schaffen so viel Trennung zwischen unseren Völkern. Uns hat die Kriege gegeben, die sind uns aufgezwungen worden. Ich glaube, das ist nicht das, was wir wollen. Wir sind Seelenverwandte und ich glaube, das spürt man hier ganz deutlich. Danke. Sag du lieber was, bevor ich hier noch anfange zu heulen. Aber es war so schön. Ja. Heul doch. Danke. Ja, es ist wichtig. Es ist wirklich ein so tiefer Schmerz dahinter und ich habe die ganze Zeit, wo du ja sehr unperfekt gesungen hast, gespürt, was für eine tiefe Verletzung darunter ist. Und ich glaube, da ist sehr viel zu heilen. Und ich danke dir, dass du auf diesem Kongress bist und morgen ja auch noch einiges sagen wirst, weil es ein ganz wichtiges Thema ist. Joe, ich würde gerne, weil ich einen Sohn habe, der nun Jaromir heißt, was altrussisch Frühlingsfrieden heißt, wenn ich das Lied für den, was ich zum 6. Geburtstag geschrieben habe, als Botschaft quasi nochmal an jeden von euch singen dürfte. Es seht einfach den Vater als unsere Heimat, unsere Herkunft und den Sohn seht den Jaromir einfach als euch selbst. Warum nicht? Ist eh schon so spät. Aber warte mal, ganz kurz. Darf ich noch abschließen? Ja, natürlich. Und dann gerne. Jaromir ist übrigens ein sehr gutes Wort. Also so, Name, ja. Steht auch Friede. In mir heißt Friede. Auch in die Welt, kann man sagen. Besteht Interesse, dass ich den russischen Text schnell mal übersetze euch? Also, es muss sich sozusagen nicht rhythmen, ja, es geht um den Sinn. Germanen, ihr seid Brüder, wir lieben euch alle. Obwohl man versucht, uns schon seit langem zu zerstritten, also zu zerteilen, aber wir wissen, wer ihr für uns seid. Ihr seid unsere arischen Brüder und für uns ist es eine Ehre. Lass
Lasst uns wieder gemeinsam Freunde werden und gemeinsam den vedischen Stamm aufbauen. Von uns hängt die Zukunft der Erde ab, also nehmen wir die Mission in unsere Hände. Mit Liebe zur Natur und zu unserer Familie werden wir friedlich auf dieser Erde leben. Der Verbund unserer Völker ist ewig und stark und den vedischen Stamm werden wir wieder aufbauen. Germanen steht auf, die Menschen warten schon lange auf uns. Slawen und Arier sind immer für eine Sache. Wir Russen glauben an das germanische Volk. Wir helfen, wo wir können, zum Wohle der Stämme. Wir sind Kinder der großen Götter, Svarog, Odin, Thor. Das ist unser Stamm. Die geistige Rasse werde jedes Jahr stärker. Der slawisch-arische Verbund werde reicher. Und dann endet das Lied hier, aber nicht die Geschichte vom vedischen Stamm, der sich wieder trifft. Zwei große Nationen vereinen sich jetzt und es herrscht wieder Liebe auf der Midgard-Erd. Ich sollte jetzt besser nicht sprechen, aber ich habe es schon gesagt, ich glaube, wir alle spüren es. Das ist ein ganz großes Thema und es ist schön, dass das hier auf diesem Kongress ist und ich danke dir dafür. Und morgen werden wir noch mehr von dir hören und ich hoffe, ich muss nicht so viel heulen. Sonst wirst du ja einen Eimer aufstellen. Und ich hoffe, du heulst und ich hoffe, wir heulen alle, weil das ist das, was es erlöst. Also bitte, lasst euch davon berühren, wenn ihr spürt, was da für ein Kribbeln durch den Körper geht. Das ist das, was es erlöst. Lasst es zu. Ja, heul doch. Ja.